Okay, zum Anfang knie ich mich noch hin zum Beten. Amen. Okay, ich hatte erwähnt, dass wir eine Frage- und Antwortstunde diese Woche machen. Und ich habe auch drei Fragen reingekriegt und ich habe selber noch ein paar Gedanken. Also wir haben schon zu viel Material für heute, aber ich habe mich riesig gefreut, dass ich Fragen bekommen habe. Einfach halber habe ich mir gedacht, dass wir als erstes zwei relativ einfache Fragen behandeln. Und dann haben wir noch eine Frage, die ist ein Thema, welches Tess, ich meinte, glaube ich, in Brasilien gehalten hat. Und kürzlich hat die Sarah nochmal das präsentiert. Und letzte Woche hatten wir hier ein privates Studium, da haben wir es auch nochmal behandelt. Und wir wiederholen das dann nochmal. Gut. Die erste Frage, die kam oder die wir heute behandeln, ist, warum ist die STA-Gemeinde nicht Babylon? Da könnte ich eigentlich theoretisch auf den Jonathan verweisen, weil das ist sein Studium gewesen, beziehungsweise warten noch auf den zweiten Teil. Und dann frage ich mal gleich direkt, Rodolfo, willst du die kurze und schnelle, knackige Antwort oder die etwas komplexere? Ja, gute Frage. Also, na, ich würde sagen, lieber die kurze, weil du hast ja mehrere Fragen und wir wollen ja alle beantworten und dann wäre die kurze vielleicht besser. Okay, die kurze Antwort ist, weil Ellen White es sagt. Na, so kurz wollte ich die nicht. Ja, ich habe die Frage. Ellen White sagt, dass die Adventgemeinde nicht Babylon ist. Und ich denke, als Adventisten kennen wir dieses Zitat. Die etwas komplexere Antwort ist, müssten wir uns fragen, wer ist denn die Adventgemeinde? Und als Adventisten wissen wir, dass die Adventgemeinde das moderne Israel ist. Warum nennen wir es moderne Israel? Weil es auch noch ein altes Israel gibt. Und das alte Israel ist das, was bis zur Christenheit gegangen ist, ja, bis wir dann 34 nach Christus haben, 70 nach Christus haben, wo wir wissen, dass Gott sich vom alten Israel hat scheiden lassen, weil sie die Botschaft nicht angenommen haben, das Evangelium. Und wir ziehen das Linie auf Linie und wir haben die Parallele vom alten und modernen Israel. Also, wenn wir jetzt schauen wollen, ob das moderne Israel Babylon ist, wird oder wie auch immer, dann müssen wir nach der Antwort wo suchen. Wir wissen, es gibt nichts Neues unter der Sonne und alles wiederholt sich. Das heißt, wenn wir wissen wollen, was mit dem modernen Israel, mit dem Adventismus passiert oder passiert ist, müssen wir zurück zum alten Israel gehen und schauen, wie die ganzen Sachen sich dort verhalten haben. Und im alten Israel, was war die Verbindung des alten Israels mit Babylon? Was ist da passiert? Rodolfo. Verbindung vom alten Israel zu Babylon. Der alte Israel und Babylon. Na, die haben zwar die Form, haben sie geändert, aber den Geist hatten sie behalten. Okay, ich wollte es gar nicht so komplex, sondern einfach nur so buchstäblich, was so Kindergeschichten. Was wissen wir, was das alte Israel mit Babylon zu schaffen hatte? Ich gebe einen Tipp. Daniel? Das alte Israel mit Babylon zu tun hatte. Daniel. Was passiert mit Daniel? Die haben sie nach Babylon, ist Gottes Volk gekommen. Genau. Und wurde dahin verschleppt. Also, das alte Israel wurde nach Babylon verschleppt. Warum wurden die denn dahin verschleppt? Weil sie nicht an Gottes Gebote gehalten haben. Genau. Also wir sehen, das alte Israel war das Bundesvolk Gottes
und es hat sich nicht an den Bund gehalten. Und Mose hat schon vorhergesagt, wenn ihr nicht euch an den Bund haltet, kann es passieren, dass ihr eine Strafe bekommt, beziehungsweise ihr bekommt eine Strafe und ihr werdet das Land verlieren. Und somit kam es dann, dass Babylon irgendwann aufgekommen ist als Weltreich und Israel dann gefangen genommen hat. Und das passierte in unterschiedlichen Etappen. Und wir wissen dann, Daniel ist die wohl bekannteste Etappe, wo Israel gefangen genommen wurde. Und jetzt frage ich mich, als Israel nach Babylon gekommen ist, weil sie den Bund gebrochen haben, weil sie abtrünnig waren, weil sie abgefallen waren, als sie dann 70 Jahre in Babylon waren, sind sie jemals Babyloner geworden? Na, welche sind ja, ich will nur so wissen, wie, also nur so sagen, wie ich es denke, welche sind ja wirklich da geblieben und haben sich da Häuser gebaut und haben da sich eingenistet und sind auch da geblieben und? Okay, ja, das stimmt, sie haben sich eine Wirtschaft aufgebaut, sie haben dort gelebt, Kinder gehabt, Enkelkinder gehabt, in 70 Jahren passiert viel. Ja. Aber meine Frage ist, wenn du jetzt in Babylon bist und du bist ein Babyloner und du weißt, dein Nachbar ist jemand, der aus Israel als Sklave hier ankam, sind diese Israeliten jemals Babyloner geworden? Nö, ich würde sagen, nein. Niemals. Es waren immer Ausländer in dem Sinne. Eine Nation, die versklavt wurde und nach Babylon geschleppt wurde. Aber sie waren niemals Babyloner. Und als die 70 Jahre vorbei waren, wissen wir, dass es die drei Rufe aus Babylon rausgab. Und dass sie wieder zurück in ihr eigenes Land gehen sollten. Also im alten Israel sehen wir, dass das alte Israel niemals zu Babylon wurde. Es waren niemals Babyloner. Hatten sie den Wein Babylons getrunken, also die falsche Lehre, sind sie abtrünnig geworden, abgefallen? Ja, aber sie sind niemals zu Babylon selber geworden. Und wenn wir das im alten in der Bibel sehen, im Alten Testament, im alten Israel und die Parallele zu unserem modernen Israel ziehen, dann ist genau das Gleiche, was mit der Adventgemeinde passiert. Die Adventgemeinde trinkt den Wein Babylons. Sie wird bezaubert von Babylon. Aber sie werden sind keine Babyloner. Und das ist ein gewisser Unterschied. Wenn ich es jetzt mal ganz rassistisch sagen darf, wenn du in Deutschland schaust und du siehst eine Person mit schwarzer Hautfarbe, denkst du, dass die Person deutsch ist? Oft, und das ist, wir schauen uns viele Dokus über diese Themen ja an, oft bedauern diese Personen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und sogar schon mehrere Generationen hier sind, bedauern sie und sagen in den Dokus oft aus, dass sie immer noch gefragt werden, wo kommen sie denn her? Warum wird die Person gefragt, wo sie denn herkommt? Weil wir eine dunkle Hautfarbe nicht mit dem Begriff Deutsch in Verbindung bringen. Deutsch bedeutet weiße Hautfarbe. Wir könnten jetzt auch ein bisschen in den Norden gehen und sagen, ja, in Schweden ist man typisch weiße Hautfarbe und blonde Haare. Oder man geht in den Süden und sagt, ja, die sind ein bisschen dunkelhäutiger und haben schwarze Haare und so weiter. Und das ist genau das, was ich anspreche. Wir haben das heute in unserer Gesellschaft auch noch. Auch wenn wir umziehen und in ein anderes Land ziehen, wir sind weitgehend immer Ausländer, egal wie lange wir dort sind. Und so können wir das ein bisschen uns vorstellen. Ich sage nicht, dass es ideal ist, so wie das unsere Welt funktioniert, aber ich nehme das als Beispiel für das alte und moderne Israel. Die SDA-Gemeinde trinkt vom Wein Babylons und wir wissen durch Apostelgeschichte 27, dass sie bald Schiffbruch erleiden wird. Aber das heißt nicht, dass sie Babylon selber sind, wie manche behaupten. Macht das Sinn, Rodolfo? Ja, also in mir war die Frage bloß gestellt wegen Sexismus und Homophobie, weil sie ja den Geist von Babylon ja annehmen.
Und dann habe ich gedacht, eigentlich müssten sie ja, wenn ich mit den Geistern nehme, muss ich eigentlich auch Babylon dann auch sein, oder nicht? Wenn ich, weil ich gehe ja dadurch verloren, weil ich den Geist Babylon ja einnehme. Dann bin ich eigentlich auf dem falschen Strom und das ist der Strom, wo Babylon auch ist. Wenn wir uns Offenbarung 17 anschauen, da sehen wir, dass die Könige der Erde den Wein Babylons getrunken haben und getrunken sind, also betrunken sind. Aber sie sind nicht Babylon. Und ich würde vorschlagen, es ist genau das Gleiche mit der Adventgemeinde. Sie trinkt diesen Geist des Rassismus, Sexismus, Nationalismus und Homophobie. Aber sie ist nicht Babylon selber. Okay, habe ich verstanden jetzt. Okay. Gut, das war Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 war, die Frage Nummer 2 geht um den Frühregen und den Spätregen und da die größte Linie, die wir da haben. Ich wünschte, wir hätten ein Whiteboard. Es ist nicht so einfach, ohne Whiteboard zu präsentieren. Aber wir haben ja die Fraktale Priester, Leviten, Tempeldiener. Und wir wissen, sie gehen um 144.000 und wir wissen, sie gehen alle durch ein Agrikulturmodell durch. Wisst ihr was? Das kann ich vielleicht euch auch kurz zeigen, weil wir haben ja darüber eine Karte. Die kann ich vielleicht kurz im Screensharing zeigen, dann müsste ich es auch nicht aufzeigen oder so. Und jetzt ist die Frage, der Früh- und der Spätregen, was ist da die größtmöglichste Linie? Guck mal, Open Web. Die 144.000. Leider nicht, Raquel. Ah, okay. Jetzt gucke ich mal, ich teile euch mal hier diese Karte mit. Seht ihr die Karte? Ja. Also ihr seht hier oben die historische Abfolge von Wegmarken und dann habt ihr die 144.000 und dann sind die Fraktale von Priester, Leviten und Tempeldiener. Alles hat das Muster oder die gleiche Abfolge des Agrikulturmodells. Jede Gruppe hat ein Pflügen, ein Frühregen, ein Spätregen, eine Ernte. Und mit diesem Bild sind wir uns recht vertraut. Jetzt kommt aber noch etwas und zwar, das ist, wie wir den Früh- und Spätregen betrachten. Ellen White hat den Frühregen und Spätregen ein bisschen anders betrachtet. Und das wollte ich mit dir euch, das ist die Frage, wie das aussieht, und das wollte ich heute mit euch durchgehen. Und zwar, da gibt es ein Zitat. Ihr könnt euch am besten Wirken der Apostel und da das 5. Kapitel könntet ihr euch durchlesen, da wird es beschrieben. Und hier im Englischen ist es jetzt Wirken der Apostel, Seite 54, Paragraph 2. So, und ich gucke jetzt mal, dass ich euch das kopiert kriege. Habt ihr das im Chat, das Zitat in Deutsch? Ja. Okay, gut, dann lese ich das jetzt mal vor. Tatsache ist, wenn in der Endzeit Gottes Werk auf Erden seinem Abschluss entgegengeht, werden die ernsten Bemühungen geweihter Gläubiger unter der Führung des Heiligen Geistes von Zeichen göttlicher Gunst begleitet sein. Und sie spricht hier, dieses Kapitel geht um Pfingsten. Unter dem Bild des Früh- und Spätregens, wie im Orient zur Saat- bzw. Erntezeit fällt, Frühregen ist für die Saatzeit, Spätregen für die Erntezeit, kündigten die hebräischen Propheten der Gemeinde Gottes im außergewöhnlichen Maß die Gabe geistlicher Gnade an. Mit der Ausgießung des Geistes in den Tagen der Apostel setzte der Frühregen ein und das Ergebnis war herrlich. Bis zu Ende der Zeit wird der Heilige Geist in der wahren Gemeinde gegenwärtig bleiben. So, also was Ellen White hier jetzt macht, ist, sie verbindet den Anfang und das Ende.
Okay, das Folgekapitel, Paragraphen, die sind auch interessant. Lest es euch ruhig nochmal daheim durch. Es geht jetzt so. Wir haben den Früh- und Spätregen in unserer eigenen Generation. Wir sagen zum Beispiel die 144.000 oder Priester. Ellen White hat eine andere Anwendung gemacht. Ellen White vergleicht den Anfang der christlichen Gemeinde und das Ende der christlichen Gemeinde, wenn Jesus wiederkommt, und zieht die Linie über 2000 Jahre lang, als die Apostel anfingen zu arbeiten und wann das Werk zu Ende geht mit dem Spätregen, großer Kampf, Kapitel 38. Und das will ich jetzt mal kurz hier aufzeichnen. Ich habe ein Blatt Papier und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Also Ellen White spricht vom Frühregen und sagt, dass dieser zur Zeit von Pfingsten fällt. Also sagen wir jetzt die Apostel. Hier fängt also der Frühregen an. Ich male schnell. Sorry, ihr seht mich da nicht. Und vorher war Pflügen. Und vorher muss dann das Pflügen gewesen sein. Ist okay. Manchmal ein bisschen Probleme mit deutscher Rechtschreibung. Also wenn ihr das seht, wir haben jetzt eine Linie und wir haben hier Pfingsten und der Frühregen fängt an. Das Werk Gottes fängt an. Das Werk des Heiligen Geistes. Wenn ihr euch erinnert, als Gott Johannes Kapitel 14 oder 15, er sagt ja, wenn ich gehe, dann sende ich euch den Tröster. Und dieser Tröster wird euch lehren in alles, was ich euch gelehrt habe, oder erinnern an alles, was ich euch gelehrt habe. Wir wissen, an Pfingsten wird dieser Geist ausgegossen. Hier fängt der Heilige Geist, sage ich jetzt mal, an zu wirken. Und Ellen White beschreibt diese Zeitperiode als den Frühregen. Und dann vergleicht sie und sagt dann, praktisch hier fängt die Saat an und dann kommt irgendwann der Spätregen, die Erntezeit. Und das ist das Ende der Welt. Das heißt, irgendwann müsste jetzt hier ein Zeitpunkt geben, wo der Spätregen anfängt. Und dann irgendwann schließt die Tür, beziehungsweise die Erntezeit fängt dann an. Weil wir wissen ja, das Agrikulturmodell ist, dass du erst pflügst, unter dem Frühregen tust du säen. Die Saat geht auf. Entschuldigung, hier müsste der Samen sein. Die Saat geht auf. Und dann wissen wir, dass die Pflanze Frucht ansetzt. Und wenn die Pflanze Frucht ansetzt, dann muss sie nur noch reifen. Und wir wissen, dass dieser Reifungsprozess in der Zeit des Spätregens passieren muss. Weil der Spätregen, der Regen war, der die Ernte, also diese Pflanze, diese Frucht zur Reife brachte. Also, unter dem Frühregen geht der Same auf und wächst und setzt Frucht an. Wenn Frucht angesetzt ist, ist es der Wendepunkt zwischen Früh- und Spätregen. Ja. Und das ist die Version von Ellen White, die jetzt das Ganze 2000 Jahre lang spannt. Du hast den Frühregen, der am Pfingsten anfängt, der die ganze Zeit fällt. Und dann musst du eigentlich, dann weißt du hier, das ist Daniel 12,1. Wenn Michael aufsteht, Gnadenzeit endet und dann die Ernte kommt, das sehen wir dann in Offenbarung, wo dann die Ernte kommt. Das heißt, was du rausfinden musst, ist, wann ist dieses Datum hier? Wann ist der Wechsel von Frühregen zu Spätregen? Und was wäre ein Indiz, wie ich das Ganze rausfinde? Weil ich habe ja 2000 Jahre jetzt Zeit. Also sagen wir so, hier, das ist ja ein paar Tage oder im Jahre knapp 31 hier, Pfingsten. Seit 31 nach Christus läuft die Zeit. Und wo könnte ich rausfinden, wo dieser Punkt hier ist? Hat jemand eine Idee?
Ja, ich würde sagen 1798. Und warum würdest du 1798 sagen? Ja, weil da Offenbarung, das Buch Offenbarung wird dann besser verstanden, weil das geöffnet wurde für die letzte Zeit. Interessant. Hat jemand noch eine Idee? Jemand sagt 1989, warum? Der Spiegel von 1798. Die Parallele zu 1798? Der erste Engel kommt wieder an und Zeit der Erkenntnisse hinzu. Okay, also ihr sagt, die beiden Argumente geben das Zeit des Endes an für eine unterschiedliche Generation und dass die Zunahme zunimmt. Ist aber nicht so ganz schlagkräftig. Denkt in diesem Modell, was muss denn passieren in dieser Zeit? Hier muss was heranreifen, was bis zur Ernte geht und geerntet wird und Jesus wiederkommt. Das heißt, dieser Punkt, und ich muss dazugeben, wir kennen diesen Punkt ja, das hier beschreibt Ellen White ja sehr gut in Kapitel 38 und 39 vom Großen Kampf, das ist eine unglaubliche Stütze. Wir wissen, dass das hier eine Generation sein muss. Die Arbeit, wo die Ernte reif wird, der Heilige Geist, der zum Spätregen ausgegossen wird, das Ende der Gnadenzeit, die Zeit der Trübsal, die Ernte und so weiter. Das wissen wir von Ellen White, dass das alles in einer Generation ist. Also wissen wir schon, dass das hier nicht 1600 oder nehmen wir Luther, es kann nicht 1521 sein. Weil es kann nur 1989 sein. Theoretisch könnte man es bei den Milleriten markieren, weil die Milleriten hätten ja die letzte Generation sein sollen. Aber dann kam der laodizianische Zustand und es musste noch eine Generation drangehangen werden, also die Generation der 144.000. Also stehen wir heute und sagen, okay, dieses Datum muss in unserer Generation sein. Und jetzt würde ich noch fragen, woher weiß ich, welches Datum das denn in unserer Generation sein muss? Wir haben ja zur Auswahl, haben wir 1989, 9/11, Sonntagsgesetz oder Ende der Gnadenzeit. Woher weiß ich, welche Wegmarke diese hier sein müsste? Wir müssen im alten Israel gucken. In dem Fall würde ich es nicht sagen, weil wir sind hier nicht mit alten und modernen Israel, weil das ist ja eigentlich ist eine andere Linie. Geht okay. Das alte Israel ist christliche Dispensation-Linie. Okay, ich gebe euch einen Vorschlag, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ich würde hier 1989 nicht markieren. Aus welchem Grund? Weil 1989 das Pflügen anfängt. Die Dornen müssen erst nochmal runtergegraben werden. Für mich, was ich hier markieren würde, und da müsste ich nochmal mit Parminder sprechen, aber ich würde hier entweder 2001 oder das Sonntagsgesetz markieren. Ups, Deutschen. Sonntagsgesetz würde ich aus folgendem Grund markieren, weil dort wissen wir, dass der Spätregen fällt. Ja, das ist Großer Kampf, Kapitel 38. Aber 2001 ist die Zeit, wo der Spätregen, wo der Regen anfängt zu tröpfeln. Und die Art und Weise, wie wir das erklären, ist, was wir hier machen. Pfingsten, sagt uns Ellen White, Pfingsten war was? Wie betont Ellen White Pfingsten? Das sind alte Studien, also Leute, die länger als 2 Jahre in dieser Bewegung sind, müssten jetzt hier die Antworten rausschießen. Sogar die Leute hier wissen es nicht. Der Pfingsten ist doch, wo Heiliger Geist ausgegossen wird, oder nicht? Und in welchem Maße?
Pfingsten war der völlige Ausguss. Danke, unser Pionier weiß es. Also hier. Pfingsten war die volle Ausgießung des Geistes. Und vorher hat Ellenberg geschrieben, dass erst ein paar Tröpfchen gefallen sind. Also hier in dieser Ausgießung gab es wie ein Regen, der immer stärker zunimmt. Und hier, das war das Obergemach, wo Ellen White kommentiert, dass es ein paar Tröpfel waren, bevor Pfingsten, wo die volle Ausgießung war. Also man sieht hier leichter Tröpfeln und dann starker Regen. Und das ist wieder von der Natur geborgt. Wir wissen oft, Regen fängt langsam an und wird dann immer stärker. Das heißt, wenn wir hier den Frühregen um Pfingsten betrachten, erst ein wenig und dann richtig stark. Das war das Obergemach und dann das war der Moment von Pfingsten. Und hier jetzt für den Spätregen haben wir genau das Gleiche. Wir haben den Zeitpunkt, wo das leicht anfängt, aber dann ganz stark zunimmt. Vielleicht können sich manche an das Studium erinnern. Und wo der Spätregen ganz stark ist, wann wäre dieser Zeitpunkt? Wenn wir jetzt über unsere Generation nachdenken. Am Sonntagsgesetz. Das wäre das Sonntagsgesetz, der laute Ruf, der völlig da ist. Und hier 2001 ist, wo dieses Tröpfchen anfängt. Also in der Linie von Ellen White, in Wirken der Apostel Kapitel 5, hast du eine Linie, die über 2000 Jahre gilt. Ja, danke. 2000 Jahre lang. Wir haben zu Pfingsten den Frühregen und dann in unserer Generation haben wir den Spätregen und hinterher die Ernte. Wenn wir jetzt ein bisschen detaillierter sind und die Sachen genauer anschauen wollen, dann wissen wir, wenn wir im Pfingsten reinschauen, gibt uns Ellen White die Details, dass wir erst ein leichtes Tröpfeln haben in dem Frühregen und dann die volle Ausgießung. Wenn wir das im Frühregen haben, müssen wir das auch im Spätregen haben. Frühregen war es das Obergemach und es war dann Pfingsten. Und in unserer Zeit wissen wir von Ellen White, Großer Kampf, Kapitel 38, dass das Sonntagsgesetz die volle Ausgießung ist und somit muss vorher der Regen schon irgendwann tröpfeln. Und das würden wir in 2001 markieren, weil da fing der Regen an zu tröpfeln. So, jetzt könnten wir ein Studium darüber haben, was der Regen überhaupt ist. Wir sagen ja von Ellen White, es ist eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber da müssen wir erstmal verstehen, was ist denn die Ausgießung des Heiligen Geistes? Und wir wissen, dass es eigentlich eine Botschaft ist, die gegeben wird. Der Heilige Geist und die Ausgießung des Heiligen Geistes ist keine Kraft, die über uns kommt und die emotionaler Natur ist, wie oft Evangelikale oder Protestanten das glauben. Es ist eigentlich eine sehr logische, es ist eine Botschaft, die sehr auf Logik aufgebaut ist und die auch eine Testbotschaft ist. Hat das Sinn gemacht? Ja, hat Sinn gemacht. Okay, es gibt eine Frage. Rodolfo? Jetzt kann ich mir das Gelübde 24, jetzt weiß ich den Punkt da, wo da steht, was der Tröpfeln des Heiligen Tröpfeln des Spätregens 2001 ist. Beschwer dich bei der Person, die mit dir Bibelstunden für deine Taufgelübde gemacht hat, dass die das nicht richtig gelehrt hat. Okay. Nee, alles gut, alles gut. Dann kommen ja manchmal im Nachhinein noch Fragen. Ist doch ganz normal, ne? Ja, ist normal. Es gibt eine Frage. Gott zeigt das Anfang vom Ende oder das Ende vom Anfang. Wo könnte denn im Pfingsten da die Botschaft gewesen sein des Heiligen Geistes? Die Ausgießung weiß man ja, wir haben die Flammen gehabt.
war das, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir dann mit dieser Botschaft durch die Gegend kommen? Okay, die Frage ist also, was war die Botschaft um Pfingsten? Genau, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist bei uns eigentlich eine Botschaft. Da müsste es doch damals bei Pfingsten auch eigentlich eine Botschaft gewesen sein. Habt ihr es gehört? Oder muss ich es wiederholen, die Frage? Ich habe nicht ganz gehört. Hab's gehört. Okay, manche hören, manche nicht. Also die Frage ist sofern, wenn die Ausgießung des Heiligen Geistes hier am Ende der Welt eine Botschaft war, dann muss es am Anfang auch gewesen sein. Prinzip Anfang und Ende das Gleiche. Wo ist die Botschaft am Anfang? Wenn wir jetzt zurück zu unserem Papierchen gehen, da sehen wir, dass der Frühregen oder die Zeit hier vorne, hier ist Christus auf der Erde. Und was war die Arbeit Christo? Christo war den Unrat, der die Wahrheit verdeckte, zu entfernen. Also könnten wir es in diesem Modell könnten wir es pflügen nennen. Und dann ist Christus gekreuzigt worden und war weg. Und die Jünger, was war mit denen passiert? Haben sie jemals die Arbeit Gottes Jesu verstanden? Nein, deswegen waren sie so enttäuscht. Was passiert denn, wo sie im Obergemach sind und Jesus dann kommt? Was macht er mit ihnen? Botschaft prophetisch. Jesus sagt, er ist hier im Obergemach mit ihnen und er bezieht sich zurück, oder die 40 Tage, die er mit ihnen noch unterwegs ist, bezieht er sich auf was? Als er mit den Jüngern nach Emmaus geht. Auf die Propheten. Er bezieht sich auf das, was er ihnen 3,5 Jahre gelehrt hat. Er sagt ihnen nichts Neues, er erinnert sie einfach nur an das, was er ihnen schon vorher die ganze Zeit gesagt hatte. Und das war so lustig, das muss ich euch jetzt erzählen. Wir waren in der Sabbatschule, das ist schon jetzt ein paar Jahre her, und da wurde die Apostelgeschichte oder das Wirken der Apostel wurde durchgenommen. Ich weiß es nicht mehr ganz, aber es ging um Pfingsten beziehungsweise das Obergemach. Und der Adventismus hat so eine, im Englischen würde man sagen Fairy Tale, in Deutschland sagen wir, die haben so Märchen darüber, was in diesem Obergemach passiert. Weil oft sagt man jetzt auch im Adventismus, wir müssen die Obergemach-Erfahrung jetzt haben. Und die Obergemach-Erfahrung ist, dass wir uns lieb haben, dass alles wie Friede, Freude, Eierkuchen ist, kein Zorn mehr gibt, keine Uneinstimmigkeiten mehr ist. Und dann wird es so auf die Jünger kopiert und gesagt, ja, das ist, was die Jünger hatten. So, während ich das natürlich nicht abstreite, dass das natürlich das ultimative Ziel ist und so weiter, wusste ich von Ellen White ganz genau, dass es ein Zitat gibt, dass im Obergemach sie die Prophetien studiert haben und sie verstanden haben. Und dann war das so in der Sabbatschule und da gab es einen Bruder, der immer vehement gegen uns oder gegen die Botschaft war und die Prophetie, wenn man das erwähnt hat, da gingen schon alle roten Lichter an. Und ich hatte das dann nur erwähnt, weil man darüber gesprochen hatte. Und er hat ganz leicht, nein, das schreibt Ellen White nicht und das gibt's nicht, gar nichts. Und dann bin ich schnell ins Handy gegangen, habe das Zitat rausgenommen und habe es vorgelesen. Und danach war der Bruder komplett ruhig. Und ich dachte mir nur, das ist so wegen Klimau. Aber ja, wie auch immer. Im Obergemach haben die Jünger die Prophezeiungen, die auf Jesu Tod und Auferstehung und Geburt und so weiter nochmal gezeigt haben, haben sie nochmal studiert. Und sie haben angefangen, sie zu verstehen. Das heißt, sie haben das Evangelium, das auch keine Botschaft von Friede, Feuer und Eierkuchen ist, angefangen zu verstehen. Das ist der Frühregen gewesen. Prophetie zu verstehen, das Evangelium, welches Prophetie ist, zu verstehen. Und an Pfingsten kam nur noch die Bekräftigung und die Bemächtigung, um dieses in die ganze Welt zu tragen. Und was ich hochinteressant finde, ist, dass die Jünger sich so zerstritten haben, die haben alle an einer Botschaft geglaubt, waren aber so zerstritten, dass manche getrennte Wege gehen mussten und sich nicht einmal in ihrem Leben mehr gesehen haben. Zumindest nicht berichtet. Oder es ist nicht berichtet, zumindest. Amina, möchtest du das Zitat noch mal posten nachher? Ja, können wir machen. Muss es noch mal rausfinden. Jetzt frierst du mich, gell? Gut, ich schreibe es mir auf.
Wir werden ja in ähnliche Situationen kommen und dann ist das gut, wenn man das parat hat. Ja. Ich schreibe es mir auf, damit ich es nicht vergesse. Gut. War das verständlich? Ja. Okay, die Frage ist beantwortet. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar, was Tess in Brasilien, wir behandeln das Thema Homophobie in letzter Zeit in der Bewegung. Und wenn man das Thema Homophobie betrachtet, dann kommt man automatisch zu dem Thema Sexualität bzw. Geschlechter. Und dann geht man in die Bibel und man sieht in Edem, Adam und Eva, zwei Geschlechter. Und wenn man so über Gott spricht, wie sehen wir Gott immer? Wir sehen Gott eigentlich als männliche Figur. Sowohl wir sehen auch Jesus als männliche Figur. Oder selbst wenn wir über Satan sprechen, irgendwie hat er immer so einen männlichen Charakter. Oder stellt man sich vor, ich habe noch niemanden kennengelernt, der Satan sich als Frau vorgestellt hat. Und selbst wenn wir Engel haben, dann haben wir solche Namen wie Gabriel. Gibt es noch andere Engelnamen? Michael. Das sind alles so, wo wir sagen würden, das sind männliche Namen. Und durch das Studium Gleichberechtigung und die Handhabung von Homophobie, wo ich jetzt nicht drauf eingehen würde, aber das ist der Faktor für dieses Studium oder beziehungsweise die Aussage des Studiums, was Tess, ich meinte, es war Brasilien oder Guadalupe, getätigt hat, dass eigentlich im Himmel Engel, wovon wir eigentlich schon wissen, aber auch Jesus und Gott eigentlich geschlechtslos seien. Also, dass sie nicht männlicher Natur sind. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das beweisen? Und darüber gab es halt nochmal eine Frage, um das Ganze zu klären. Ich muss jetzt nochmal schauen, in Markus Kapitel 12, Vers 25 steht es, glaube ich, wenn jemand es mehr weiß, der kann es ruhig sagen. Okay, mal schauen. Ich muss die Bibel holen. Oder warte, ich habe meine Bibel hier. Ich habe leider nur die englische Bibel. Du meinst Matthäus 22, 30. Lies vor, wenn du es hast. Ich habe es auf Spanisch. Und nicht auf Deutsch. Wir haben alles außer Deutsch, Raquel, gell? Ja. Was steht da in dem Vers? Ich kann dir das lesen. Ich habe das gleich. 22, 30. Also, soll ich lesen? Ja, sag's mir. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Also es gibt ja die Frage, ob wir im Himmel immer noch unsere Geschlechter beibehalten oder nicht, oder ob wir geschlechtsneutral werden oder wie das Ganze aussieht. Und die Frage würde ich einfach nur das Gleiche sagen wie Paminda, die können wir nicht beantworten. Es gibt Argumente für die eine und für die andere Seite. Hier in diesem Vers wird uns gesagt, dass wir praktisch geschlechtslos sind wie die Engel, also mit der Hinsicht, dass Engel geschlechtslos seien. Das heißt, die Engel heißen zwar Michael oder Gabriel, haben aber kein Geschlecht in dem Sinne. Also da muss noch irgendwas anders sein wie wir. Die Frage jetzt ist aber, ist Jesus, ist also der Sohn, der Vater, sind die männlich, so wie wir es traditionell sagen, immer sagen? Wir sagen ja der Vater, der Sohn, männliche Figur, oder sind sie geschlechtslos? Und das ist
hier geht schon ziemlich ins Eingemachte. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir das letzte Woche gemacht haben. Kann ich was sagen? Ja, bitte. Also ich würde das so erklären, dass diese Beziehung zwischen Vater und Sohn ist es eigentlich ein Parabel, also ein Gleichnis, der uns lehrt von der Beziehung Jesus mit Gott der Vater. Das ist sehr gut, Raquel. Du bist ein guter Student. Wir wollen aber auch den Rechenweg nachvollziehen können, weil wir sollen alle Lehrer sein. Was bedeutet das? Und wir sollen alle die Gründe unseres Glaubens kennen und wir sollen Erwachsene sein, 1. Korinther 13. Das heißt, einfach nur die Lösung geben, ist nicht. Wir wollen den Rechenweg. Ah. Also wir haben... Ich bin nicht überfragt. Ich auch. Wir haben Gott und wir haben Jesus. Und wir nennen Gott den Vater und wir nennen Jesus den Sohn. Dann gibt es noch den Heiligen Geist, aber darüber werden wir diesmal nicht sprechen. Und wo ist die Mutter? Perfekt, Rodolfo. So müssen wir anfangen zu denken. Wo ist die Mutter? Trudi, willst du das Studium machen? Ich weiß nicht mal ganz genau, wie wir das letzte Woche gemacht haben. Ja, ich habe noch die Notizen hier von letzter Woche. Wie bitte, Trudi? Lieber nicht. Okay, gut. Die Frage ist, ich werde hier abgelenkt. Es gibt das nennen wir ja hier die Gottheit. Und mit der Gottheit gibt es traditionell gewisse lehrmäßige Probleme, wo sich die Kirchen spalten. Und ein Thema, wo Leute nicht wissen, ist die Natur des Heiligen Geistes, wo die Leute sagen, ist es jetzt der Geist Jesu oder ist es der Geist der Vater oder ist es eine eigenständige Person? Das ist fast 1500 Jahre alt, dieser Unterschied in der Lehre. Die Natur Christi ist ein weiteres Problem. Wer ist er? Da gibt es im Englischen dann, he's begotten. Hatte Jesus einen Anfang oder war er von immer schon da? Und jetzt fügen wir noch eins dazu. Steht es auch da drauf? Das Geschlecht. Das sind drei Probleme, wo Leute sich, wo ganze Kirchen sich spalten. Und diese beiden wurden in der Bewegung schon gehandhabt. Das hier ist eigentlich schon gemacht worden und das auch. Und das wurde beides mal in, glaube ich, 2 Stunden in der Schule in Portugal 2020 behandelt. Die Lösung zu all dem Problem, was denkt ihr, ist die Lösung zu all dem Problem? Welche Methode? Gleichnis? Es ist die Gleichnislehre. Sorry, dass ich heute nicht so gut schreibe. Zu all diesen Lehrpunkten ist die Methode der Gleichnislehre die eine perfekte Lösung für jedes Problem, für alle drei Probleme gibt. Alle drei Lehrunterschiede. Und das Problem ist, Problem Nummer 1 ist, wenn du und dein Gegenüber nicht die gleiche Methode benutzt, um die Bibel oder Ellenweit auszulegen, dann werdet ihr nie auf einen Nenner kommen. Jemand wird immer ein unterschiedliches Verständnis über diese Punkte haben. Das heißt, der wichtigste Punkt, den wir unserem Nächsten, ob das Gemeinde oder der Welt, ist, beibringen können,
ist, wie studiert man richtig? Was ist die richtige Methode, um die Bibel und Elwald auszulegen? Und deswegen, so nebenher, braucht Pamina so viel Zeit, um uns die Methode beizubringen, die Wichtigkeit von Methode. Mit der Gleichnislehre kannst du die Funktion des Heiligen Geistes oder die Person des Heiligen Geistes gut erklären. Du kannst die Natur des Christi erklären. Und du kannst jetzt, was jetzt behandelt wird, ist das Geschlecht, kannst du auch erklären. Also das Wichtigste ist, dass wir verstehen, mit welcher Methode wir studieren sollen. Und wir wissen bereits schon, es ist Gleichnislehre. Das heißt, wir müssen die Gleichnislehre nehmen und müssen sie jetzt hier drauf anwenden. Und genau das hat Rudolfo gerade gemacht. Er sieht Vater, er sieht Sohn. Und was sagt er gleich? Was sagt nämlich ein Gleichnis? Wenn es einen Sohn gibt, muss es was geben? Eine Mutter? Es muss eine Mutter geben, weil nur wenn Mutter und Vater zusammenkommen, kann es eine nächste Generation geben. Und jetzt müssten wir uns sofort durch Gleichnislehre fragen, wo ist die Mutter? Und wird uns jemals von der Mutter erzählt? In der Bibel, Ellen White, sehen wir irgendwo eine Mutter. Und damit meine ich nicht Maria. Was meintest du, Raquel? Nirgends. Es gibt nirgends eine Erwähnung. Oder ihr müsst es mir zeigen. Die katholische Kirche tut Maria hochhalten. Aber Maria war die Mutter Jesu hier auf Erden. Und wir wissen, dass Jesus bereits schon vorher im Himmel existiert hatte. Er hat gesagt, ich sende meinen geliebten Sohn. Das heißt, wenn das hier der Vater ist und das hier der Sohn ist, muss es irgendwo im Himmel eine Mutter geben. Aber die Mutter wird uns nicht erwähnt. So, jetzt hast du zwei Optionen. Entweder fängst du an und kreierst, wie alle heidnischen Religionen, eine Mutter. Oder irgendwas kann mit dieser Benennung nicht ganz stimmen. Was kann mit dieser Benennung nicht ganz stimmen? Also wir haben zwei Optionen. Entweder du musst eine Mutter kreieren. Und jetzt gehen wir in die griechischen, babylonischen, römischen, alemannischen. Überall gehst du hin und du siehst in der Religion überall eine Muttergott, weil die kennen Gleichnislehre und folgen den Regeln. Oder wenn das nicht existiert, und ich würde vorschlagen, es existiert nicht, dann zeigt uns, dass hier mit Vater und Sohn etwas nicht stimmen kann. Und was würde nicht mit diesen Namen stimmen? Wie müsste ich diese Namen ansehen? Als buchstäblich oder als geistlich? Geistlich. Du müsstest diese Namen nicht buchstäblich nehmen, also dass Gott, der buchstäbliche Vater des Sohnes Jesus wäre, sondern diese Namen werden jetzt zum Symbol. Sie werden zum Symbol. Und wenn sie ein Symbol sind, sind sie was? Sie sind ein Gleichnis. Und wofür benutzt Gott Gleichnisse? Um uns etwas zu sagen. Die Gleichnisse sind nur dazu da, um uns Menschen etwas mitzuteilen, um uns irgendwas zu lehren. Und was möchte Gott lehren? Ich versuche es mal zu zeichnen. Wir haben hier, und ihr seht es gerade noch nicht, wir haben die Welt. Und auf der Welt sitzen wir. Und Gott möchte sich dieser Welt offenbaren. Aber niemand hat Gott jemals zuvor gesehen. Niemand kennt ihn. Das heißt, wie kann sich Gott dieser Welt, also uns Menschen, offenbaren? Wie funktioniert das? Wie kann er das tun? Er kann das nur machen, indem er Beispiele oder Gleichnisse lehrt.
Er kommt zu uns Menschen und sagt, ich bin wie. Und das sehen wir ja im Neuen Testament sehr, mit den Gleichnissen, wo es heißt, das Himmelreich Gottes ist wie ein Seemann, ist wie 10 Jungfrauen und, und. Gott benutzt Gleichnisse, um sich zu offenbaren. Wenn ich jetzt ein Gleichnis gebe, würde es der Person helfen, wenn ich ein Gleichnis benutze, wo die Person überhaupt keinen Plan davon hat? Beispiel. Würde es einem Fünftklässler, der über die Zelle lernt, der lernt, dass es ein Zellplasma gibt, ein Zellkern, eine Zellmembran und dann ist es mehr oder weniger, was die Person lernt. Wenn du jetzt aber das Abi machst, dann merkst du, was du in der fünften Klasse gelernt hast, ist ein bisschen einfach. Es ist viel komplizierter in den Aufbau der Zelle. Einem Fünftklässler, der jetzt über den Zellkern, Zellmembran Bescheid weiß, würde es Sinn machen, ihm irgendwas über, die Namen kenne ich auch nicht mehr, Mitochondrien oder so, Mitochondrien und so weiter zu erklären. Siehst du, ich komme ja schon an meine Grenzen. Das würde keinen Sinn machen, weil das zu hoch ist. Du kannst jemandem nur ein Gleichnis erzählen über die Dinge, mit der die Person vertraut ist. Deswegen wurde damals, als Ellen White bzw. als Jesus gesprochen hat, hat er Gleichnisse benutzt, die in Israel vertraut waren. Die Natur, Agrikultur, die Hochzeit und so weiter, die ganzen Traditionen, die sie hatten, die hatte er benutzt, um ihnen beizubringen, weil das ist, was sie kannten. Also muss Gott Gleichnisse benutzen von Dingen, Symbole benutzen, die sein Volk kennt, die Welt kennt, also die Menschen, damit sie ihn überhaupt verstehen, weil sonst würde das Ganze keinen Sinn machen. So, jetzt kommen wir hier zurück. Gott möchte sich den Menschen offenbaren. Das kann er aber nur machen, indem er Gleichnisse benutzt von etwas, was die Menschen kennen. Und jetzt frage ich euch, nach dem Sündenfall in der Welt, was kannten die Menschen? Und da würde ich, um es jetzt kurz zu machen, die Menschen kannten die Funktion von Vater und Sohn. Und sie wussten, was das heißt. Und somit benutzt Gott diese Symbolik, um den Menschen durch Gleichnisse etwas beizubringen. Wir könnten zu Epheser 4 und 5 gehen, wo wir sehen, wo er die Gemeinde mit der Frau und dem Mann und Christus und so weiter alles vergleicht. Es ist jeweils immer nur ein Gleichnis. Es ist immer nur Symbolik, die uns was beibringen soll. Unser Job ist, die Regeln von Gleichnissen zu lernen, um sie korrekter Art und Weise dekodieren zu können. Und wenn wir mit Gleichnislehre an den Heiligen Geist rangehen, an der Natur Christi, löst sich der Konflikt, den 1500 Jahre lang niemand lösen konnte. Und so löst sich jetzt auch das Problem bezüglich Geschlecht. Ich wollte erst das mit Vater und Sohn ansprechen, warum das so benannt wird. Es ist nicht buchstäblich anzusehen, sondern es ist ein Gleichnis, weil Gott die Funktion benutzen muss, der Gleichnisse, um der Welt was beizubringen, den Menschen, etwas, was ihnen bekannt ist. Und jetzt kommen wir zum Geschlecht. Wenn wir den Vater sehen, wissen wir, es ist ein Mann. Der Sohn ist auch ein Mann. Also wir haben hier zweimal eine männliche Funktion eigentlich. So wie Rodolfo vorhin gedacht hat, so sollten wir denken in Gleichnissen. Der Vater ist und hier der Sohn. Wo ist die Mutter? Folge ist, entweder müssen wir eine Mutter kreieren oder, weil ihr von uns ihr nichts gesagt wird, oder von ihr wird uns nichts gesagt, oder Vater und Sohn müssen symbolisch sein. Und wir nehmen an, dass Vater und Sohn symbolisch gemeint ist. Und das bringt uns jetzt zu dem nächsten Problem, was wir lösen wollen. Die Männlichkeit, dass alles so, ich sag jetzt mal, maskulin ist.
Und dazu lesen wir jetzt noch einen Bibelvers und vielleicht kann es jemand vorlesen. Das ist 1. Buch Mose 1, Vers 27. Wenn es jemand hat. Wie war nochmal bitte? 1. Mose. 1. Mose, Vers, Kapitel 1, Vers 27. Okay, danke. Da schuf Gott den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Frau. Als Mann und Frau schuf er sie. Gut. Jetzt gehen wir noch hier rüber. Ich hoffe, dass auch wenn es heute ein bisschen anders und unübersichtlich ist, dass ihr trotzdem folgen könnt. Wir haben jetzt hier Gott. Und Gott möchte Menschen erschaffen. Und Parminder hat viele Stunden damit verbracht, in Portugal in der Schule zu erklären, warum Gott eigentlich erschaffen möchte und wie das Ganze funktioniert. Das war ein hochinteressantes Studium damals. Gott möchte sich immer offenbaren und erklären. Und er schafft den Menschen, um eigentlich sich selbst zu erklären. Wem? Nämlich seinen anderen Geschöpfen. Und die Menschheit war seine komplexeste und vollständigste Schöpfung von ihm selbst. Und jetzt sagt uns der 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, sagt uns, wie hat Gott sich, ich will jetzt nicht sagen fortgepflanzt, aber wie hat er sich kopiert? Das ist ein besseres Wort. Geoffenbart. Was hat er kreiert? Mann und Frau. Also er schuf einen Mann und er schuf eine Frau. So wir mit konservativem Denken sagen, lesen den Vers so. Und Gott kreierte den Mensch in seinem Bild. Und so kreierte Gott ihn, den Mann. Und dann halten wir an. Wir sagen oft, beziehungsweise wir lesen den Vers, wir sagen, ja, ist doch gut und so weiter. Aber wenn wir dann andere Thematiken angehen, gerade wenn wir über Sexismus sprechen und Ungleichberechtigung oder Gleichberechtigung, dann lassen wir diesen Aspekt aus. Wir sagen, Gott ist ein Mann. Aber jetzt lass uns doch mal wieder in Gleichnislehre denken, so wie Rodolfo vorhin. Wenn wir jetzt diesen Vers lesen, was wollen wir denn entscheiden? Ist Gott männlich oder weiblich? Was denkt ihr? Beide. Weil es heißt ja, Gott hat sich kopiert, sage ich jetzt mal in meinen Worten, und seine Kopie ist ein Mann und eine Frau. Also ich würde das so verstehen, dass beide gemeinsam ein Bild Gottes sind. Und dass, wenn sie getrennt sind, dann sind sie sozusagen nicht vollständige Bild von Gott. Ja, aber wir könnten es jetzt mal so sagen, ein Mann hat andere Geschlechtsorgane wie eine Frau. Welche hat denn jetzt Gott? Weil du kannst ja nicht beides, ich meine, ich weiß, es gibt das ab und zu, aber du kannst ja nicht beides gleichzeitig sein, weil du kannst dich auch nicht selber dann befruchten oder so. Was wollen wir denn uns entscheiden? Ist Gott ein Mann, so wie wir es bis jetzt immer gesagt haben? Aber wenn wir den Vers sehen und konsequent Gleichnislehre anwenden möchten, da ist ein Sound, ich mache mal alle auf Mute, dass man das nicht hört. Wenn wir das konsequent anwenden möchten, dann müssen wir uns bei diesem Vers fragen, die Frau wurde auch im Bilde Gottes geschaffen. Was bedeutet das? Hat irgendjemand noch einen Gedanken dazu? Dass Gott beides ist. Also er hat von beides, er hat alles. Also ja, Gott ist beides, also Mann und Frau. Das heißt, hat Gott beide Geschlechtsteile? Nee, das ist umgekehrt. Ich denke, er hat gar nichts von beiden.
Okay, der Joachim, der Rodolfo sagt, er hat alles von beiden und der Joachim sagt, er hat nichts von beiden. Weil es muss ja einen Sinn haben und der Sinn ist ja die Fortpflanzung und er pflanzt sich ja nicht fort. Genau. Gott wird sich aber dauernd. Das ist aber eine andere Form. Aber er braucht keinen, sagen wir, Geschlechtsverkehr, um sich fortzupflanzen in dem Sinne. Ne? Ja. Okay, kann man sagen, dass der Punkt, den beide gemeinsam haben, ist, dass man schöpferisch tätig sein kann. So wie Mann und Frau zusammenkommen und schöpferisch tätig sein können, dass das das Pendant zu Gott ist, wie er schöpferisch tätig ist. Wie ich dich jetzt richtig verstehe, wenn Rodolfo die Frage beantwortet hat, beide Geschlechter in Gott, hat er sie buchstäblich oder hat er sie geistlich? Wir kommen, wenn wir diese Diskussion führen, kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, wo wir uns fragen müssen, was bedeutet es, eine Frau zu sein und was bedeutet es, ein Mann zu sein? Und wenn wir uns das fragen, haben wir ganz schnell zwei Antworten. Entweder haben wir die konservative Ansicht, die wir bis jetzt gepflegt haben, bis vor kurzem gepflegt haben, dass es Rollenbilder gibt von Mann und Frau. Oder du kommst zu dem Entschluss, dass da zwischen Mann und Frau, abgesehen der Sexualorgane und ein paar biologische Hormone und so weiter, aber das charaktermäßig, dass da überhaupt keinen Unterschied gibt. Traditionell denken wir ja, dass der Mann derjenige ist, der mehr die Weitsicht hat, der nicht so emotionsfähig ist, der stark ist, der durchhaltungsvermögend ist. Dann hast du das Konträre dazu, die Frau, die etwas emotionaler ist, mehr so für das Kurzsichtige ist, dass sie schwächere ist und so weiter. Und das ist etwas, ob wir es glauben oder nicht, das ist etwas, was eine traditionelle Sicht ist. Es gibt, es ist wissenschaftlich bewiesen, da geht es um Psychologie, dass wenn Leute gemobbt werden oder ihnen ständig was eingeredet wird, dass Menschen dazu tendieren, genauso das zu tun oder zu werden und so zu sein. Und das ist, was wir mit unserer Gesellschaft gemacht haben. Die Gesellschaft sagt uns, was es bedeutet, ein Mann zu sein, und die Gesellschaft sagt uns vor, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Und wir, ohne dass wir das merken, ohne dass wir das wollen, trinken das, seitdem wir Babys sind. Und wir wachsen in diese Rollenbilder rein. Die Fragen, und wir sind dann, das ist dann so, Männer sind dann mehr weitsichtig und nicht so emotional. Und Frauen sind dann emotionaler und mehr für die kurzsichtigen Dinge und so weiter. Aber wir müssen, nur weil das so ist, weil wir das tagtäglich so sehen und erfahren, müssen wir uns hinterfragen, ist das wirklich so? Und das ist das, wo ich auf die Studien von Anna Paula und Matthias von Brasilien zurückweise und auf das Buch The Gendered Brain. Denn wenn du das Gehirn allein anschaust, die Charaktere, die Möglichkeiten, die ein Mann und eine Frau haben, von klein auf, gibt es keine Unterschiede. Ein Mann kann aufwachsen und komplett emotional sein, schwach sein, kurzsichtig sein und. Und eine Frau kann aufwachsen, komplett stark sein, weitsichtig sein, keine Emotionen zeigen und so weiter. Wir haben, was das angeht, biologisch kein Vor- und Nachteil. Es gibt biologisch keine Rollenbilder. Das ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Die Rollenbilder lernen wir durch unseren gesellschaftlichen Umgang, der schon im Mutterbauch anfängt und von Tradition zu Tradition weitergeht. Und wenn wir zurück auf unser Thema kommen, und wenn wir auf Gott kommen und uns jetzt fragen, okay, er hat sich kopiert, und die Kopie ist ein Mann und ist eine Frau. Und wir uns jetzt fragen, was ist er? Ist er Mann oder Frau? Weil wir sagen ja immer, oder traditionell nennen wir Gott ja Vater, männlich. Jesus für uns ist auch männlich. Aber wenn wir die Botschaft von Equality nehmen
und merken, es gibt eigentlich bis auf gewisse biologische Dinge keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Beide fangen beim Punkt Null an und beide können ihren Charakter komplett individuell formen, nur dass die Gesellschaft oft uns vom auf Abwege bringt, sehen wir, so wie Gott uns gedacht hat, gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Mann und Frau, eigentlich gar keinen, wenn du es so möchtest. Und ich denke, Gott auf ein Geschlechtsorgan zu limitieren, ist zu banal. Das ist, was die heidnischen Götter eigentlich gemacht haben. Deswegen siehst du bei den heidnischen Göttern, dass sie oft mehrere Götter haben, einen männlichen, dann eine Frau. Du siehst immer diese Götterpaare, während du das in der Bibel nicht hast. Weil Gott verkörpert beides, aber nicht unbedingt auf der Geschlechtsebene. Weil das wäre, finde ich, zu primitiv. Oder? Ich habe noch einen Gedanken. Also ich sehe das noch so, dass Gott kann schöpfen und er hat auf der Erde hat er zwei Personen gemacht, wenn sie zusammenleben, auch schöpfen können. Und er hat sich eigentlich nur geteilt auf zwei Personen. Und dass eine Person alleine nicht schöpfen kann, er braucht die zweite Person dazu. Und nur durch die beiden Personen können wir schöpfen hier auf Erden. Und deswegen hat Gott sich eigentlich geteilt auf zwei Personen, männlich und weiblich auf Erde. Aber er ist eigentlich beides zusammen. Er kann schöpfen alleine und bei hier auf Erden brauchen wir zwei Personen dafür. Das ist interessant. Und so hätte ich vor kurzem auch noch argumentiert. Jutta, willst du was sagen? Ja, ganz kurz. Wir haben ja vorher gesagt, dass wir, haben wir ja auch gelesen, dass wenn wir dann auferstehen, wir sind ja geschlechtslos dann, wie die Engel. Die Engel sind geschlechtslos und wir haben ja schon mal gesagt, genau, und jetzt sind wir aber auf der Erde und die Erde ist ja ein anderes Umfeld und wir sind als Mann und Frau kreiert wurde, eben aufgrund dieser Geschlechtsorgane, um uns fortzupflanzen. Aber wie du ja gesagt hast, wir sind ja wir leben ja in dieser Hülle drin. Also wir haben ja das gelernt, wir haben ein Haus, das ist unser Körper und in diesem Haus leben wir. Aber dass wir eine Frau oder ein Mann in unserem Haus sind, das dient halt unserer Fortpflanzung, hat aber nichts damit zu tun, wie du das auch gerade gesagt hast, wir werden erzogen zum bestimmten Frauenverhalten oder Männerverhalten, aber eigentlich sind wir gleich, wir haben halt eine Hülle und diese Hülle dient uns, sage ich mal, zur Fortpflanzung. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücke soll, denn wenn wir ja dann später im Himmel sind wir ja nicht mehr Mann und Frau, sondern dann sind wir ja geschlechtslos, weil ja dies, also irgendwie so, genau. Und deshalb haben wir einfach, und jetzt wie auch Rodolfo gesagt hat, ja, Gott hat eben beide diese Dinge in sich, dieses, wir sagen jetzt einfach männlich und weiblich, wie soll man es anders jetzt einmal ausdrücken, ist alles ziemlich schwierig, aber auf der Erde haben wir das einfach nur, weil wir halt diesen Körper haben, der zur Fortpflanzung dient. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und ob ich es richtig sage. Okay, das sind zwei interessante Argumente. Das Problem ist, wir fangen immer an, noch mehr Dosen aufzumachen. Ich kann das Argument von Rodolfo und Jutta beide nicht, ich kann es nachvollziehen, dass man so argumentiert, weil ich sehr nahe auch an diesen Argumentationen bin. Aber ich denke, da gibt es gewisse Fehler dran. Warum? Erstens, wenn wir sagen, erstens glaube ich nicht, dass Mann und Frau einfach nur wegen der Fortpflanzung her kreiert wurden. Weil erstens sehen wir im Garten Eden, denke ich nicht, dass das der Fall war. Ich denke, dass Mann und Frau zusammen geschaffen wurden, war auch einfach nur, dass sie Spaß miteinander haben, dass es nicht immer um Fortpflanzung geht. Wenn du die Sexualorgane der Frau anschaust, wird genau untersucht, welche Teile dieses Organs zur Fortpflanzung dient. Und andere Teile sind einfach nur
gar nicht zur Fortpflanzung nötig, aber einfach nur für den Spaß. Und ich würde sagen, dass Gott nichts kreiert am Menschen, was nicht irgendwie seinen Sinn und Zweck hat. Ich denke, das ist, was wir herausfinden, wenn wir Biologie oder Wissenschaft immer mehr reintauchen. Alles hat seinen Sinn, alles hat seinen Zweck und alles hat seine Regel. Und ich denke nicht, dass Menschen in Mann und Frau kreiert wurden, einfach nur um der Fortpflanzung halber, weil man schnell dann auch Leute nehmen das Argument mit der Fortpflanzung und rutschen schnell rein, dass man nur Geschlechtsverkehr hat, weil mit dem Sinn von Fortpflanzung. Und das würde ich einfach sagen, ist einfach nur purer Fanatismus, wenn man in diesen Graben abrutscht. Und mit und nicht, dass Jutta das sagen würde, das will ich gar nicht sagen. Das ist nur, was ich dazu kommentiere zu der Situation. Also bitte nicht falsch verstehen. Und bei Rodolfo würde ich mit dem Argument würde ich noch sagen, ein Problem, was wir haben, ist, und das ist interessant, weil ich mir habe vorgestern ein Studium von Pamin übersetzt, dass Gott Mann und Frau erschaffen hat. Was müssten wir als Studenten der Prophetie sofort wissen, warum er Mann und Frau schafft? Warum ist das so? Ja, weil die Welt sich füllen soll mit Menschen. Nein. Auch, nicht nur, auch. Gleichnislehre. Genau. Wir sprechen darüber, oder was wir immer weiter erkennen ist, Trudi, möchtest du was sagen? Ja, ich wollte sagen, Gott brauchte oder suchte ein Gegenüber für sich selbst. Genau, darüber haben wir auch in Portugal gesprochen, über dieses, dass Gott diesen Gegensatz braucht. Und dieser Gegensatz ist der Mensch. Da geht es um auch die Natur des Menschen und so weiter. Der Grund, warum Gott Mann und Frau schaffte, war, dass er ein weiteres Gleichnis kreiert hat. Gott ist unglaublich kreativ. Ihr kennt ja so Sherlock Holmes, oder es gibt so Sendungen, wo immer so alles, was es da gibt, ist immer ein Rätsel, ist immer ein Symbol, es hat alles irgendwie eine Bedeutung. Und genau so ist Gott. Gott macht nichts, ohne dass es eine Bedeutung hat oder irgendwie eine Regel folgt. Also sollten wir uns fragen, warum tut er Mann und Frau kreieren? Und ich würde sagen, es ist nicht ein buchstäbliches Gebot, sondern was er macht hier ist, er kreiert ein Gleichnis. Und das Problem ist, wenn wir das Ganze buchstäblich nehmen, was passiert? Was passiert, wenn wir Frau und Mann als buchstäblich nehmen, als Gebot nehmen? Dann gehen wir an die Bibel heran und sagen, es gibt nur zwei Geschlechter. Es gibt nur Mann und es gibt nur Frau. Und wenn wir sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, es gibt nur Mann und Frau, rutschen wir sofort in die Schiene rein, dass es Geschlechtsrollen gibt, dass es Unterschiede gibt. Und das ist das, was die Gesellschaft eigentlich macht, beziehungsweise was oft religiöse Gruppen macht, inklusive unsere Vergangenheit, ist ja genauso. Wir haben Mann und Frau. Und die Frage ist, ist es so gedacht, weil Gott wollte, dass es ein Gebot ist, es gibt nur Mann und Frau und nur die können zusammenkommen, weil dann Fortpflanzung ist? Oder kreiert er hier wieder ein weiteres Gleichnis, mit dem er uns was sagen will? Und basierend auf der Erfahrung, die wir mit Gott in dieser Bewegung gemacht haben und mit seiner Methode gemacht haben, würde ich vorschlagen, Mann und Frau spiegeln wieder ein Gleichnis. Sie sind wieder ein Gleichnis. Das Problem, was wir nämlich bekommen, wenn wir sagen, es muss Mann und Frau zusammen sein, ist, dann kommen wir das Problem mit Homophobie und Geschlechtsrollen. Und da sind wir dann in der Argumentation, wo wir sagen, okay, es ist nur gesetzesmäßig Recht zwischen Mann und Frau, dass sie zusammenkommen und heiraten und nicht, dass gleichgeschlechtliche Leute, die sich auch lieben, heiraten können. Versteht ihr das Dilemma? Also ich habe keine Lösungen unbedingt gebracht, aber ich habe die Probleme mit der Argumentation aufgezeigt.
Macht das Sinn? Ja. Ich würde mal sagen, Gott ist ja auch Mann und Mann. Ist ja auch genau dasselbe. Also ist da für mich, es gibt Mann und Frau, es gibt Mann und Mann, es gibt Frau und Frau. Also es ist alles Gott. Wieso darf ich was sagen, was ich dazu verstehe? Ich glaube, der Roland war noch zuerst bei Ken, dann darfst du. Okay. Gerne, Rachel, bitte, ich lasse dir den Vortritt. Okay. Rachel, du kannst gerne reden. Danke. Was ich sehe oder was ich meine zu verstehen ist, dass wenn man versteht, was die Wissenschaft schon sagt, dass das Geschlecht ein Spektrum ist, das heißt, dass nicht nur, also es gibt nicht, wie soll ich das erklären, dass das Geschlecht ein Spektrum ist von, sage ich mal, A wäre männlich und B wäre weiblich. Und das Geschlecht ist ein Spektrum dazwischen. Und dann würde ich verstehen, dass Gott nicht nur das Fortpflanzen der Menschen, nicht nur, dass man Spaß haben kann miteinander, sondern dass man verstehen kann oder besser verstehen kann, was Liebe heißt. Und dann würden die ganzen verschiedenen Formen von ich weiß nicht, ob das Wort Paarung heißt, gibt, indem man sehen kann, dass Menschen sich lieben kann, damit wir von Charakter Gottes verstehen. Okay, danke, Roland. Aus konservativer Sicht, ich verallgemeine das jetzt mal, hat man ja immer gesehen, wenn wir das Bild ein bisschen größer machen, Paradies, Adam und Eva waren zugegen, so Engel und Christus waren zugegen. Und die hat man ja dann halt, wie du es vorhin selber gesagt hast, unter männlich eingeordnet. Wenn wir jetzt aber verstehen dürfen, dass sie geschlechtlos sind, so dann sehen wir halt von geschlechtlicher Sicht her, dass wir männlich, weiblich und geschlechtslos präsent haben im Paradies. So, wenn alles ein Gleichnis ist und wir sehen dürfen, dass das am Anfang so war und dass Dinge auf der Erde auch ein Gleichnis sind für das Geistliche, was himmlisch ist. Ja, also dann, wie soll ich sagen, jetzt durch das, was ich halt lernen durfte, was wir immer mehr am Lernen sind, ist das für mich ein viel größeres Bild zu verstehen, dass selbst zur Zeit von Adam und Eva im Paradies auch diese geschlechtliche Komponente geschlechtslos zugegen war. Ja, also ich merke, wir haben, wir fingen mit einer Frage an und wir haben mittlerweile einige an der Hand. Ich versuche nochmal von vorne das Ganze aufzuwickeln. Die Frage ging um, wie können wir sehen, oder beziehungsweise die Aussage ist ja getätigt worden, dass eigentlich die Gottheit, wie der Engel, dass sie geschlechterlos sind. Dass Gott nicht unbedingt männliche Person ist. Und die Frage ist, wie können wir das verstehen? Und ich wollte aufzeigen, dass Gott immer Gleichnisse benutzt, um sich den Menschen zu nähern. Er braucht immer Gleichnisse, mit denen die Menschen vertraut sind, damit er ihnen was erklären kann. Und wir haben schon darüber gesprochen, Vater und Sohn kann nicht funktionieren, es sei denn, wir kreieren eine Mutter oder Vater und Sohn muss symbolisch sein. So, dann sind wir weitergegangen und haben gesehen, der Vater ist ein Mann, der Sohn ist ein Mann. Und der Sohn kam buchstäblich als Mann hier auf die Erde. Jesus war ein
ich sag's jetzt mal, ein voller Mann, die komplette Hülle war männlich auf dieser Erde. Und die Frage, die ich letzte Woche dann in unserem Studium hier gestellt hatte, ist, was denkt ihr, wenn Gott die Menschen gleich geschaffen hat, der Mann sowohl die Frau ist sein Bild, spiegelt sein Bild wider, ist eine Kopie Gottes, warum denkt ihr, dass Jesus als ein Mann auf diese Welt gekommen ist und nicht als seine Frau? Und die Antwort, die wir letzte Woche uns erarbeitet hatten oder gegeben hatten, ist, Jesus ist als Mann auf diese Welt gekommen aus einem Grund. Wenn er eine Frau gekommen, als eine Frau gekommen wäre, hätte ihm niemand zugehört. Warum? Nicht, weil irgendwas mit ihm falsch oder ihr falsch gewesen wäre, sondern weil Gott immer mit den Menschen nur so weit arbeitet, wie sie es zulassen. Und das ist etwas, was uns wieder erschüttert, dass Gott Limitierungen hat. Das kommt, als Christen kommt es uns nicht in den Kopf, dass Gott Limits hat. Aber die Limitierung, die er hat, sind seine eigenen Spielregeln. Nämlich die Regeln, dass er nur so weit gehen kann, wie wir ihn verstehen und wie weit die Gesellschaft ist. Und wenn wir zurück in die Zeitperiode gehen und die Gesellschaft uns anschauen, dann wissen wir, dass wir in einer komplett patriarchalischen Gesellschaft gelebt haben. Frauen waren nichts wert. Punkt. Das Alte Testament ist voll davon. Das Neue Testament eigentlich auch noch. Und wenn Jesus als Frau gekommen wäre, die Botschaft, es hätte niemals Wurzel fassen können. Jesus, damit er der Menschheit dass die Botschaft bringen konnte, auf dem Niveau, auf dem die Menschheit stand, musste als Mann kommen. Und somit, traditionsgemäß, ziehen wir einfach durch, Jesus ist männlich. Und so ist es auch das mit dem Vater. Wir wissen im Alten Testament, zur Zeit schon von Abrahams, wollte Gott sich Abraham kundtun. Aber in welcher Gesellschaft lebt Abraham? Wir wissen, eine Regel, wir müssen uns immer mit der Zeit und die Zeitperiode, in der der Prophet lebte, auseinandersetzen. In welcher Zeit, in welcher Gesellschaft lebte Abraham? Abraham lebte bereits schon in einer komplett männlichen, dominierenden, patriarchalischen Gesellschaft. Gott musste das Wort oder Symbol Vater, Mann annehmen, um überhaupt den Menschen, Abraham in dem Fall, sich ein wenig kundzutun. Das heißt aber nicht, dass das buchstäblich so ist. Wie wir lernen, Gott gibt immer nur Symbolik, damit wir ihn annähernd verstehen. Das Problem ist, die nächste Generation kommt, und sie lernt ein bisschen was dazu und stolpert über das Wissen von alten Generationen. Ein Beispiel. Im Mittelalter war der Islam die wissenschaftsmäßig Europa sehr voraus. Medizinisch war es Europa sehr voraus. Und dann passierte der Aufschwung der Erkenntnis in Europa oder Amerika, wie auch immer man das nennen möchte. Und man hat viel mehr über den menschlichen Körper kennengelernt. Und was musste mit dieser alten Wissen vom Islam passieren? Wenn man das sieht, die islamische Schriften zeigen medizinische Studien auf, wo unsere Organe sind. Und das hat dann jeder geglaubt. Wo der Magen ist, wo das Herz ist und so weiter. Und dann kam neue Erkenntnis, und man musste die alte Erkenntnis überarbeiten und updaten. Und das ist, was wir als Christen und besonders als Adventisten nicht so gerne machen. Wir halten an dieser Tradition fest, dass Gott und Jesus, vielleicht der Heilige Geist auch noch, eventuell noch die Engel, obwohl da haben wir ja einen Bibelvers, dass sie männlich sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott
limitiert war damals, sich den Menschen kundzutun. Er konnte nur das benutzen, was er zur Verfügung hatte, an Beispielen. Und dort sehen wir in dieser Zeitperiode, dass er eine maskuline Form annehmen musste, in symbolischer Form, um sich den Menschen überhaupt zu nähern. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Generation, wir kommen zu Ellen White, wir kommen in unsere Zeitperiode und wir müssen die Dinge neu betrachten, neu überdenken. Und wir wissen, dass Gott die Frau und den Mann beide gleichermaßen in seinem Bilde geschaffen hat. Was bedeutet, eigentlich müsste hier Gleichberechtigung herrschen. Du kannst nicht versuchen, die beiden zu trennen. Der Mann ist so, die Frau ist so und beide zusammen spiegeln dann Gott wieder. Die Frau hat die Charaktereigenschaften Gottes, der Mann hat die Charaktereigenschaften Gottes und zusammen ergeben sie dann das Ganze. Das klingt im ersten Moment ganz gut, aber was unterstützt es? Es unterstützt Rollen, Geschlechterrollen, welche im Fazit Unterdrückung, Sklaverei, Sexismus, das ist nur das schöne, nette Wort, normal müsste es eigentlich Sklaverei heißen, widerspiegelt oder unterstützt dieses Ganze. Und wir wissen, dass das nicht sein darf. Wir brauchen komplette Gleichberechtigung. Und wir wissen bereits schon, dass dadurch das Rollenspiel, was wir in unserem Kopf haben, was wir Geschlechtern zuschreiben, weg muss. Und wenn wir das verstanden haben, dass dieses Rollenspiel, dieses Rollendenken weg muss, dann müssen wir uns hinterfragen, gibt es nur Mann und Frau? Was sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau? Gibt es nur zwei Geschlechter oder gibt es mehr? Und das sind diese ganzen Fragen, die sich momentan die Bewegung alle stellt und da durchkämpft. Heute, und wir können gerne noch weiterreden, das ist nicht das Problem, aber ich wollte behandeln, warum wir heute verstehen, dass Gott und sein Sohn, Jesus, keine männliche Person sind. Warum? Weil sie diese Namen oder dieses Geschlecht angenommen haben, als Symbol, um den Menschen der damaligen Zeit was beizubringen. Und wir nehmen es traditionell mit in die Geschichte rein. Und heute sind wir an diesem Punkt gekommen, wo wir richtig Probleme kriegen, wenn wir weiterhin an dieser Tradition festhalten, weil wir eine Methode benutzen, die Gleichnislehre, die uns aufzeigt, beziehungsweise die Traditionen herunterbricht und wir mit uns selbst ins Gericht gehen müssen. Macht es Sinn? Und jetzt frage ich speziell die Hiroko, hat es Sinn gemacht? Falls sie da ist. Ich denke schon. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen oder Kommentare dazu? Wenn ich richtig verstanden habe, heißt es, dass die ganzen Erklärungen, die wir gemacht haben, sind im Grunde genommen basieren auf einem falschen Modell, ja, auf diese Rollen. Ich denke, wir müssen bei mehreren Dingen sehr vorsichtig sein. Okay. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir sagen, dass Mann und Frau geschaffen wurden wegen der Fortpflanzung halber. Ich denke, wir müssen vorsichtig sein, dass wir sagen, Mann und Frau zusammen ergeben Gott, weil das unterstützt ein Rollenbild, beziehungsweise es unterstützt dieses Denken, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Dabei gibt es nicht nur zwei Geschlechter. Und das unterstützt dann Homophobie. Und es unterstützt auch Ungleichberechtigung. Und das sind alles Dinge, wo wir von anderen Linien und anderen Studien genau wissen, dass es falsch ist. Und dass man als Single nicht komplett ist.
wir müssen aber auch verstehen, aber das ist jetzt vollkommen aus dem Kontext, dass Gott es niemals angedacht hat, dass man Single ist. Auch das, auch die Ehe, ist ein Gleichnis von der Beziehung von Gott mit dem Menschen, das Gegenstück zu haben. So wie ein Mensch ein Gegenstück haben sollte, so wollte Gott mit der Menschheit ein Gegenstück haben. Es ist nicht Gottes Ansehen, dass man alleine ist. Heißt aber nicht, dass wir heiraten müssen. Also das bitte auch nicht jetzt so verstehen. Aber nochmal, um auf Eden zu kommen. Wir sagen dauernd von Eden zu Eden, so wie es in Eden ist, muss es wieder werden. Wir sprechen jetzt zum Beispiel über Gleichberechtigung. Mann und Frau waren in Eden gleichberechtigt. Du siehst, erst beim Sündenfall kam die Ungleichberechtigung. Erst dann kam die Trennung von du machst das, du machst das. Erst beim Sündenfall heißt es, die Frau wird dem Mann anhängen. Erst beim Sündenfall ist der Mann oben gewesen und die Frau unten. Das heißt, vor dem Sündenfall war Gleichberechtigung. Der Sündenfall hat diese Ungleichberechtigung gebracht und dieses patriarchalische, dominierende Gesellschaft. Und das Problem ist, wenn wir jetzt das Modell Eden zu Eden benutzen, das funktioniert für Gleichberechtigung, aber wenn wir jetzt an Homophobie rangehen, würde ich vorschlagen, dass du nicht unbedingt Eden benutzen kannst. Weil Eden wird sofort argumentiert, du hast zwei Geschlechter, Mann und Frau, und das war's. Und dann später in Mose wird dann noch gesagt, ja, gleichgeschlechtliche Leute sollten nicht aneinander liegen, also sollten nicht miteinander schlafen. Und mit der Homosexualität wissen wir, dass wir ein anderes Studium, eine andere Linie haben. So wie wir mit Nationalismus bzw. Rassismus eine andere Linie, ein anderes Studium haben. Für jedes Problem gibt es ein Studium. Und das Studium von Eden zu Eden ist das Studium über den Sexismus, nicht über das Studium über die Homophobie. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wenn wir dieses Eden nehmen, dass wir nicht die zwei Geschlechter nehmen und versuchen, draufzudrücken und sagen, wir haben zwei Geschlechter, die unterschiedlich sind und Rollenbilder haben. Weil wir genau wissen, Rollenbilder sind was Schlechtes. Es tut immer Unterdrückung fördern. Gibt es noch irgendwelche Fragen oder Kommentare? Danke für die Erklärung. Tamina, ich habe eine Frage. Ich habe kürzlich bei der Arbeit darüber gesprochen mit Menschen. Und da kam dann das Argument, ja, aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz, der vielleicht beide Geschlechter hat. Weißt du, wie ich meine? Dass man sagt, ja, der eine ist weder Mann noch Frau zum Beispiel, oder das ist dann die Minderheit oder ist eine Krankheit. Wie kann man da das sehen, wenn man sagt... Meinst du, Sexualität ist eine Krankheit oder manchmal werden ja Leute mit beiden Geschlechtsorganen oder so geboren? Also ja, genau. Also ich meine, dass sie weder Mann noch Frau sind. Also oder sich nicht richtig ordnen können, ja, bin ich jetzt Mann oder bin ich Frau? Und dann Transgender meinst du damit? Ja, genau, zum Beispiel. Das Problem von Transgendern, darüber hatte ich im letzten Jahr sehr nachgedacht. Überlegen wir, warum gibt es Menschen, die zum Beispiel als Mann geboren werden und irgendwann dann erkennen, eigentlich bin ich im falschen Körper und ich möchte eine Frau sein und lassen sich dann umoperieren. Warum ist sowas? Ich habe mich das sehr gefragt. Und zur Schlussfolgerung, zu der ich gekommen bin, ist, in der Gesellschaft haben wir Rollenverteilung. Die Frau, du bist eine Frau, wenn du dich so anziehst, so aussiehst, so gibst und dein Charakter so ist und die Dinge magst. Du bist ein Mann, wenn du das machst, so aussiehst, dass diese Geschmäcker hast und weiß was ich was. Unsere Gesellschaft spielt den Geschlechtern Rollen zu.
So, wenn du jetzt als Mann aufwächst und die Gesellschaft sagt dir, das ist deine Rolle, einfach nur, weil du dieses Geschlechtsorgan hast, diese Person aber aufwächst und sagt, eigentlich mag ich gern, was da drüben ist, dann bin ich kein Mann. Diese Person wächst auf und sagt, ich mag, was da drüben ist, aber die Gesellschaft sagt mir, ich muss so sein, also kann ich kein Mann sein, also bin ich im falschen Körper und sage, ich möchte darüber. Und mittlerweile kann man ja das Ganze umoperieren. Genau das Gleiche für eine Frau. Eine Frau wächst auf und sagt, weißt du was, ich will nicht mit Puppen spielen. Und rosa mag ich auch nicht und schminken mag ich mich auch nicht. Ich mag eigentlich lieber Fußball und ich mag, weiß der Kuckuck was, und sagt, ich bin hier im falschen Körper, ich möchte eigentlich hier rüber. Ich denke, wenn wir nicht diese gesellschaftliche Rollenverteilung hätten, was es bedeutet, eine Frau zu sein, was es bedeutet, ein Mann zu sein, würde es Transgender in dem Sinne, dass sie sich umoperieren wollen, weil sie sich nicht im falschen, weil sie sich im falschen Körper fühlen, würde es viel weniger geben. Und ich prangere damit, ich möchte das jetzt hier nicht als negativ darstellen, dass das gibt, Transgender, die sich umoperieren wollen, sondern was ich damit aufzeigen möchte, ist, wie brutal, gnadenlos und unglaublich schrecklich unsere Gesellschaft ist. Dass sie, obwohl wir in einem Zeitalter sind, wo jeder eigentlich das sein sollte, was er sein möchte, wir als Gesellschaft es doch nicht dem Individuum erlauben, so zu sein, wie er sie sein möchte. Wir geben jedem eine Rolle. Und das ist das Traurige. Und das ist das, was diese Botschaft zusammenbrechen lässt. Wo wir sagen, du sollst sein, was du sein möchtest, egal wo du herkommst, was deine Hautfarbe ist, was dein Geschlecht ist oder deine geschlechtliche Orientierung. Du kannst dich komplett selbst entwickeln, deine Träume nachfolgen. Und die Gesellschaft gibt vor, dass wir das können, aber in der Praxis sieht es ganz anders aus. Macht es Sinn, Silvi? Ja, total, ja. Danke. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen oder Kommentare? Das war super erklärt, danke. Okay. Letzte Woche hatten wir noch irgendwas mit Naturgesetzen gesagt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Kann sich noch von euch jemand erinnern? Ja, warte. Ich habe es gesagt, dass wegen dem Sündenfall, dass es ein Naturgesetz ist. Wenn die Sünde kommt, das. Trudi, weißt du noch zufällig, wie wir auf die Naturgesetze letzte Woche zu sprechen kamen? Ah, dass Adam über Eva war, ist ein Naturgesetz. Okay. Trudi? Im Moment gerade nicht, ne? Gerade nicht. Okay. Es gab, die Aline hatte es sich niedergeschrieben gehabt. Die Frage war, warum ist der Mann dann dominierend geworden und nicht die Frau? Warum leben wir in einer patriarchalischen Gesellschaft, wo Männer dominierend ist und nicht Frauen dominierend? Wieso kam das nach dem Sündenfall so? Und die Antwort, die ich damals gegeben habe oder letzte Woche gegeben hatte, war, wir lernen, schon allein wenn wir die Natur und die Biologie anschauen, alles folgt Regeln. Gott hat für alles Gesetze kreiert. Nichts ist dem Zufall überlassen. Alles ist geregelt. Und seiner Schöpfung folgt Gesetzen. Und alles folgt in seiner Bahn, diesem Gesetz. Und jetzt, das Problem ist, jetzt kam der Sündenfall. Und wir könnten jetzt vom Projektmanagement technischem sprechen und wir könnten aufzeigen, Gott hat einen Plan, er hat ein Projekt und er möchte das Projekt, dass es so und so aussieht. Aber oft in einem Projekt kann Situation X auftauchen, die nicht geplant war und auf einmal musst du Gegenmaßnahmen machen. Ja? So, was nicht geplant war, war der Sündenfall. Gott wollte ja nicht die Menschen kreieren und dass sie dann der Sünde verfallen. Nicht Teil seines Projekts, aber es ist dann passiert.
Und das Problem ist, jetzt ist das ganze Projekt ein bisschen aus den Fugen geraten. Entschuldigung. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass alles an Gesetzen gebunden ist. Selbst der Sündenfall folgt Naturgesetzen. Wenn oft sagt man in der Religion, Sündenfall, siehe, Gott hat gesagt, der Mann ist über die Frau. Hat also ein, so sagt der Herr, das ist von Gott gewollt, das ist von Gott so eingerichtet. Und dann hast du Zitate von Ellen White, die das Ganze auch noch bestätigt und sagt, ja, es wäre besser, dass die Frau sich dem Mann unterwirft. Das wäre besser, so werden, hätten wir eine bessere Gesellschaft. Das Problem ist folgendes. Eden hatte ein Naturgesetz. Der Tag X kam, wo der Sündenfall kam. Und das Problem ist, es ist wie mit dem Klimawandel. Die Natur, wenn wir jetzt rausschauen, folgt Gesetzen. Dann kommt der Mensch und die globale Wärmung nimmt immer mehr zu. Und jetzt war das von der Natur angedacht, dass die globale Wärmung so voranschritt, dass die Erde sich so erwärmt. Nein, war nie angedacht. Die Natur generiert sich selber. Es ist ein phänomenaler Zyklus in der Natur. Aber das Problem ist jetzt, dass wir den Klimawandel haben. Und der Klimawandel durch die Erderwärmung kommen immer Katastrophen. Es kommen Stürme, Trockenheiten, Überflutungen, Plagen, you name it. Und das, was wir hier sehen, ist kein Chaos. Trockenheiten, die Fluten, die Hitze, die Kälte, das ist kein Chaos, das sind Naturgesetze. Die Natur gerät aus den Fugen durch die Erderwärmung, aber selbst dieses aus den Fugen geraten folgt gewissen Gesetzen. Und so ist es auch beim Sündenfall gewesen. Gott hat seine Gesetze und es wäre für Ewigkeit gut gegangen, Gleichberechtigung. Aber dann kam der Sündenfall. Und der Sündenfall, als Gott gesagt hat, was das Resultat des Sündenfalls ist, hat er kein Gebot gegeben. Er hat nicht gegeben, er hat gesagt, so und so ist es jetzt, weil ich es sage. Sondern was Gott hier gesagt hat, ist, das ist jetzt das Naturgesetz, nach dem alles gehen wird. Das ist das Naturgesetz der Sünde. Ich habe es letzte Woche so erklärt. Es ist ganz simpel und einfach gewesen. Ich halte diesen Stift. Und wenn ich jetzt euch sage, dieser Stift wird auf den Tisch fallen, wenn ich meine Finger löse, beziehungsweise wenn der Stift sich von meinen Fingern löst, fällt er auf den Tisch. Ist es ein Gebot, was ich sage? Ist das, was ich will? Oder folge ich hier einfach nur ein Naturgesetz, das ein Wissenschaftler herausgefunden hat? Ihr würdet alle sagen, das ist nicht, was Tamina jetzt wundersam vorhersagt und einsetzt, sondern ihr würdet sagen, das ist ein Naturgesetz. So, der Stift löst sich und er fällt auf den Tisch. Das ist ein Naturgesetz. Und Jesus oder Gott hat genau das Gleiche gemacht. Er hat gesagt, die Menschheit löst sich von den Fingern Gottes, von dem Naturgesetz Gottes. Und Gott hat einfach nur gesagt, wenn das passiert, passiert das hier. Und so ist es mit dem Sündenfall. Gott hat einfach nur gesagt, was passieren wird, was das Naturgesetz der Sünde ist. Und unsere Erde funktioniert seit 6000 Jahren in der Art und Weise. Sie folgt diesem Naturgesetz. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, das ist schon okay soweit, die Erklärung, aber das ist nicht die Erklärung, warum nach dem Sündenfall der Mann dominiert über die Frau, weil irgendjemand hat das Gesetz eingesetzt. Irgendjemand hat gesagt, dass der Stift runterfliegt und nicht hochfliegt. Okay, ich bringe noch meinen Gedanken zu Ende. Wenn wir jetzt wieder zu Gottes ursprünglichen Naturgesetz zurück wollen, was müssen wir machen? Wir müssten dem Naturgesetz der Sünde trotzen und das Naturgesetz, das davor galt, wieder annehmen. Ich hoffe, das macht so Sinn. Was das
im Klartext bedeutet, in der Thematik von Gleichberechtigung, müssten wir den Propheten, die in der Dispensation des Sündenfalls ihre Botschaft gegeben haben, trotzen. Und wir müssten wieder zu dem Modell zurück, was in Eden war. Und das ist, warum diese Bewegung in der Thematik von Gleichberechtigung gegen Ellen White und gegen die Bibel spricht. Weil wir Propheten trotzen, die dem Naturgesetz der Sünde Folge geleistet haben. Und müssen zurück zu dem Naturgesetz, was in Eden war, was völlige Gleichberechtigung war. So, warum ist es, dass es Männer dominierend war und nicht Frauen dominierend? Ich würde vorschlagen, ist ganz banale Antwort, weil Eva diejenige war, die sich entfernt hatte und Eva diejenige war, die den Apfel zuerst gegessen hat. Somit konnte sie immer als die beschuldigt werden, die die Sünde in die Welt gebracht hatte oder diesen miserablen Status, dass sie die Schuldige ist. Und wenn jemand der Schuldige ist, dann ist er derjenige, der am Boden ist oder der unten ist. Und somit wäre der Mann derjenige, der oben wäre. Ich würde behaupten, dass wenn Adam derjenige gewesen wäre, der den Schritt als erstes getan hätte, dass wir heute in einer frauendominierenden Welt wären und dass wir das Ganze umgekehrt hätten, dass die Männer diejenigen wären, die, sage ich jetzt mal, unterdrückt werden und das Ganze wäre spiegelverkehrt. Das ist meine banale Antwort darauf. Macht das Sinn? War das deutlich? Das macht total Sinn, danke. Okay. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar zur Männerdominierung, also wegen Eva und dem Sündenfall. Es ist ja nicht so, dass Eva ultimativ die ist, die gesündigt hatte, sondern die Trennung voneinander fing ja lange vorher schon statt, haben wir ja mal gelernt dann von Paminda, dass es vorher schon etwas vorausging, was schon eine Trennung war voneinander. Genau. Also dass Adam eigentlich auch sich auch von ihr schon distanziert hatte, obwohl er nicht hätte dürfen. Ja, das stimmt. Das ist die Trennung von diesen beiden, das ist da, wo der Bruch schon stattfing, wo das Ganze aus den Fugen geraten ist. Und man könnte auch argumentieren, dass wenn Eva sich entfernt hatte, warum hat Adam sie gehen lassen? Warum ist er nicht nachgegangen? Das heißt, wir sehen eigentlich fehlerhaftes Benehmen auf beiden Seiten. Die Sache ist nur die, wenn man Kinder hat und dann streiten die beide und sagen wir so, der eine triezt und der andere schlägt dann zurück. Wer wird bestraft? Zweitgehend derjenige, der dann geschlagen hat. Mhm. Und der sagt dann aber der hat mich doch da drüben getriezt. Und das ist genau das, was auch beim Sündenfall passiert. Was Adam, der sagt, hier, es war die Eva. Und die Eva sagt, hey, es war eigentlich die Schlange. Und das ist das, wo ich dann eigentlich wieder zurückkommen würde, auf den Punkt sagen würde, Adam sagt immer, hey, es war sie. Sie war's. Und deswegen sehen wir eigentlich, weil Eva dem nichts unbedingt entgegensetzen kann, sagt man eigentlich dann, okay, ist immer die Frau, die Schuldige ist. Und das sieht man auch in den Religionen. Ja, man, bis heute, in der katholischen Kirche ist es ja sehr offensichtlich, dass die Frau immer als die dargestellt wird, die versucht, die schwach ist, die Männer verführt und so weiter. Aber wenn du heute in die evangelikalische Richtung gehst in Amerika, ich lese ab und zu die Bücher der Ideologie der Evangelikalen Amerika, das ist heute noch genau das Gleiche. Die Frau ist diejenige, die schwach ist und den Mann verführt. Und der Mann ist immer der Frau nachgibt. Aber eigentlich ist sie die Schuldige. Und der Mann ist derjenige, der sich immer nur auf die Frau einlässt. Du gehst zurück zu in der Bewegung, die schon länger dabei sind. Wir kennen Pandoras Box. Ist genau die gleiche Geschichte. Es ist die Frau, die das ganze Übel auf der Welt rauslässt. Nicht der Mann. Es ist immer die gleiche Geschichte.
Gut, wenn es keine Fragen oder Kommentare mehr gibt, dann würde ich sagen, das wollen wir im Gebet abschließen. Roland? Habt ihr was gesagt? Weil ich glaube, die Internetverbindung ist nicht ganz so. Okay, wenn sonst keiner eine Frage hat. Ich hätte nochmal zwei Fragen. Okay. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Gut, also hab ich das richtig verstanden? Kann ich das so sehen, mit dem, wie wir es jetzt am Lernen sind, dass im Paradies nicht nur Adam und Eva zugegen waren, sondern halt auch Andersgeschlechtliche? Kann ich das so sehen? Kann ich diesen Bogen spannen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, du sprachst vorhin auch über Beziehung. Es ist von Gott gewollt, Beziehung zu haben. Und dann sagtest du, es muss aber nicht in einer Heirat sein. So, wie hast du das gemeint? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Okay, erste Frage. Ich denke, es gab nur Adam und Eva in Eden. Und ich denke, dass biologisch gesehen Adam ein Mann war und Eva eine Frau. Was ich da hinzufüge ist, weil wir das Thema Homophobie momentan in der Bewegung adressieren, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, dass wir auf Eden schauen und sagen, da ist Mann und Frau, sind zwei Geschlechter, also kann es nur zwei Geschlechter geben. Weil andere Studien und andere Linien zeigen uns, dass es dem nicht ganz so sein kann. Weil die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist ja, was war Gottes Ziel? Was hatte er im Sinn? Und wenn er Adam und Eva kreiert, hatte er im Sinn, dass es nur Mann und nur Frau gibt und nur diese beide zusammenkommen? Und da sagen wir, das ist zu einfach gedacht. Adam und Eva sind ein Beispiel. Sie sind ein Gleichnis. Und wir sollten es nicht buchstäblich nehmen, dass weil nur in Eden es Eva und Adam gab, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Weil es gibt nicht nur zwei Geschlechter. Weder in der Natur noch in der Menschheit. Und zu deiner zweiten Frage würde ich sagen, die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Und viele sagen, dass man deswegen heiraten sollte. Aber wir sollten vorsichtig sein. Es gibt Stimmen, die sagen, wir sollten nicht mehr heiraten. Und sie benutzen Ellen White und die Bibel und sagen, wir sind am Ende der Zeit und deswegen sollten wir nicht heiraten. Das wurde in Fragen und Antworten über Courtship und Marriage mehrmals adressiert, dass diese Zitate, die diese Aussagen machen, sich entweder zur Sonntagszeit bzw. zu Ende der Gnadenzeit befinden. Also für uns heute unrelevant. Jeder sollte heiraten, der es möchte und den richtigen Partner gefunden hat. Den für ihn richtigen Partner gefunden hat. Wenn es zu Beziehungen geht, sollten wir dann aber auch mit einbeziehen, dass es nicht nur zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Partnern gibt, sondern wir haben fünf. Wir haben Eltern, Kinder, wir haben Schwestern und Brüder, Geschwister, wir haben Freundschaften, wir haben Partner und wir haben Meister und Sklave, also Boss und Angestellter. Es sind fünf Beziehungen, die ein Mensch haben kann. Und wenn es jetzt eine Person gibt, die sagt, ich möchte nicht heiraten, gibt es immer noch weitere vier Beziehungen, die hochgehalten werden kann. Wir sollten aber auch im Hinterkopf haben, dass jede dieser fünf zwischenmenschlichen Beziehungen uns etwas über Gott lehrt. Auch die partnerschaftliche Beziehung lehrt uns, ist ein Gleichnis, wo wir über Gott mehr lernen, so wie auch die anderen. Im Umkehrschluss aber auch, die Partnerschaft alleine lehrt uns nicht nur über Gott was, sondern auch die vier anderen Beziehungen. Macht das Sinn? Ja, ich habe dich verstanden. Von den Beziehungen habe ich dich voll verstanden. Auch was du in Bezug auf Eden gesagt hast, das ist völlig verstanden.
was ich sagen möchte, ist vielleicht, wie soll ich sagen, was ich sagen möchte, ist pro Gleichberechtigung. Ich meine, wir wissen ja, dass Adam und Eva mit Engeln Gemeinschaft in Eden hatten. Mhm. Und wir wissen, dass Christus sie regelmäßig besucht hatte. Mhm. So, das wissen wir ja. Also das heißt, es gab jetzt nicht nur isoliert Adam und Eva in Eden. Ja. Ja. So, und einfach diese Perspektive, dass da auch andersgeschlechtlicher zugegen waren. So, das sehen wir ja, das ist ja da. So, das heißt, wir haben normal Mann und Frau, wie wir es jetzt verstehen dürfen, plus andersgeschlechtliche sind da. So, das ist für mich ein Pro-Argument. Das ist jetzt für mich nicht etwas als rollenkategorisch oder sonst irgendetwas. Okay, ich verstehe dich. Ich hoffe, dass ich dich verstehe. Ich könnte mir nur vorstellen, dass dann eine Person so argumentieren würde, dass wir sagen, wir sehen heute, dass es Geschlechter gibt wie die fünf, die Paarmänner im 24. Das war ja auch mal die Frage von Hiroko, in der 24. Fragestunde von Question and Answers über Courtship and Marriage. Da ging es um die fünf Geschlechter, um Gay, Lesbian, Queer, Transgender, was war's noch? Bisexuell. Also, und dann gibt es ja auch noch asexuell und dann gibt es noch heterosexuell und so weiter. Also es gibt viele Geschlechter und da würde ich sagen, über die sprechen wir, wenn wir sagen, dass es andere Geschlechtsorientierung oder Formen gibt. Und da würde ich jetzt nicht sagen unbedingt, dass wir die in Eden im ersten Buch Mose wiederfinden, weil wir sagen ja eigentlich, die Gottheit bzw. die Engel sind geschlechtslos. Okay, bei Bewerbungen oder wenn halt Stellen ausgeschrieben werden, dann steht immer männlich, weiblich, diverse. Mhm. So, und das wäre jetzt für mich der Punkt, wo ich einmal erstmal alles, was du gerade genannt hast, einschließen würde. Eden, männlich, weiblich, diverse. So, das würde ich da einschließen. Ja, ich denke, das Modell Eden funktioniert sehr gut, wenn wir Gleichberechtigung betrachten. Aber wenn wir das Thema Homophobie, also LGBTQ, betrachten, bin ich mir nicht sicher, ob wir das in dem Modell Eden so gut sehen. Deswegen bin ich vorsichtig, weil ich nicht unbedingt etwas hineinlegen möchte in Eden, was wir nicht dort sehen. Darf ich was sagen dazu? Bitte? Ich habe einen Gedanke, seitdem du angefangen hast. Und ich denke, ich frage mich, ob, also in Eden sehe ich schon, also bei Adam und Eva, wenn man denkt an die Gesetze der Erbung, sehe ich in Adam und Eva allen Spektrum der Identität, Geschlechtsidentität. Warum? Weil in Adam und Eva waren alle Informationen für die ganze Menschheit. Wenn du das Argument nimmst, Raquel, dann könnte jetzt jemand kommen und sagen, okay, dann haben wir den Sündenfall und dann wurde mit unseren Genen gespielt, weil wir ja eigentlich degenerieren, was das angeht. Und somit ist Homosexualität ein Resultat der Sünde. Hm. Und müssen wir auch wieder vorsichtig sein, weil ich bin mir nicht unbedingt sicher, dass die Homosexualität eine Folge der Sünde ist. Ich denke, dass das noch offen ist. Also ich sehe das nicht als Resultat der Sünde. Aber du hast recht, dass man da argumentieren kann. An der anderen Seite sehe ich auch das, was dieser Scientist, dieser Wissenschaftler gesehen hat. Das sind Gruppen von Genen, die eingeben, was für eine Orientierung der Person hat. Ja, das heißt, wenn eine Person homosexuell ist, ist es eigentlich Teil, er kann diesen Teil nicht ändern.
so wie wir unsere Haarfarbe von Natur aus nicht ändern können. Wir können hingehen und färben, aber das ist nicht unsere, sobald wir es rauswachsen lassen, ist wieder die Farbe, die in unseren Genen drin ist. So ist es mit unserer Sexualität und deswegen sagen wir, es kann keine Sünde sein, weil du kannst dich ja nicht ändern. Nur weil deine Haarfarbe blond oder schwarz oder rot ist, ist es ja auch nicht sündhaft. Das Problem ist nur, was du sagen oder argumentieren könntest, ist, dass über die Jahrtausende hinweg mit unseren Genen gespielt wird. Durch Umstände, zwischenmenschliche Beziehungen können unsere Gene verändern. Die Umwelt, gesellschaftliche Traditionen und so weiter, Krankheiten, alles hat Einfluss auf das, was wir der nächsten Generation weitergeben. Und dann könnte man schnell argumentieren und sagen, durch diese, ich nenne es jetzt, sündhaftige Degeneration, könnte die Homosexualität entstanden sein. Und da bin ich vorsichtig, das so zu sagen. Macht das Sinn, Raquel? Ja, ich verstehe, was du meinst. Danke. Ja. Okay, Roland, war das für dich ausreichend jetzt bezüglich Eden oder ist da ein kleines? Ja, ich akzeptiere das so, wenn du das sagst. Wie soll ich sagen, dieser Gedanke ist nur für mich völlig neu, Eden halt auch aus der Perspektive zu sehen. Und ich kann da erstmal sehe ich da keinen Fehler drin. Ich sehe das absolut positiv. Ja, vielleicht ist der Gedanke neu also ich kann jetzt da noch keinen absoluten Fehler sehen. Für mich wäre das eine Argumentationshilfe, auf Alpha zu blicken, hinzuweisen, auf Eden, und dass dieses Potenzial schon da war, wir aber nie so gedacht haben, weil wir Engel und Christus immer als männlich kategorisiert haben. So, und jetzt ist etwas anderes da, Diverses. So, das ist ein total neuer Gedanke. Also ich finde das absolut positiv. Okay, ich lasse es so stehen. Ich bin auf der gleichen Stufe wie ihr. Auch ich bin neu in dieser Materie. Auch ich muss lernen. Und ich denke, was uns bleibt, ist, dass wir weiterhin treu bleiben, an den Linien festhalten, weil die Linien haben uns noch nie im Stich gelassen. Sie werden mehr Licht bringen. Und so wie es mit jeder Thematik war bis jetzt, haben wir oft gesehen, es kam etwas auf, es kam eine Sichtung und Gott hat nie Fragen offen gelassen, er hat immer Argumentation gebracht. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass in der Sichtung, in der wir uns jetzt befinden oder in der Thematik jetzt, dass Gott weiterhin uns noch viel mehr, dass wir erst am Anfang stehen, er wird uns noch komplette Klarheit durch Argumentation geben für diese Thematik. Und deswegen, ich bin eigentlich komplett zuversichtlich, was das angeht. Ja, und ich bin ja auch noch am Lernen. Ich habe eine Frage wegen der Passage in Mose, wo es steht, eben Mann soll nicht beim Mann liegen. Ich meine, das ist ja klar. Also eine klare Aussage. Ja. War es damals, war es Sünde und heute nicht mehr? Oder war damit was anderes gemeint? In Mose. Also ich denke, dass es ein Gebot war von Mose und das gehalten werden sollte. Und was wir nur tun müssen, ist, genauso wie bei den 10 Geboten, die komplett nationalistisch, rassistisch und sexistisch sind, ist, wir müssen uns fragen, warum dieses Gebot kam und was damit gemeint war. Und das kommt dann auf die Regel auch wieder zurück, wo wir wissen, wir sollten die Zeit der Propheten betrachten und deren Umstände. Und wenn wir zurück in die Antike gehen und dort Homosexualität betrachten, da wurde auch mal ein ganz interessantes Video gepostet. In dem Video wurde gezeigt, dass wir eigentlich nicht sehr viel über weibliche Homosexualität kennen, weil da nicht sehr viel überliefert wurde. Aber über männliche Homosexualität wurde sehr viel überliefert von dieser Zeit. Und was bekannt ist, ist, dass der homosexuelle Akt zwischen zwei Männern oft zwischen
Sklaven und Herren stattfand, mhm, und oder zwischen Kriegsgefangenen, zwischen Besiegten und Sieger. Mhm. Und was dieser Akt veräußerte, war eigentlich eine Form, dass jemand steht über den anderen, jemand hat den anderen besiegt oder ist Herr des anderen. Und wie wir das verstehen, ist, dass der homosexuelle Akt damals von Gott bereits schon verboten wurde, war nicht aus dem Grund, dass die Liebe zwischen zwei Personen nicht praktiziert werden kann, sondern dass man die Unterdrückung, die durch diesen Akt stattfand, dass man dem vorgebeugt hat. Und heute lesen wir einfach nur noch diesen Vers und sagen, ja, Homosexualität ist Sünde, verstehen aber nicht das Prinzip dahinter, dass Gott nicht wollte, dass Menschen unterdrückt wurden. Selbst heute sieht man noch häufig, dass die Art und Weise, wie man die andere Person, die man besiegt, demütigt, ist, indem man sie sexuell missbraucht. Und gerade bei Männern gilt es als Entmännlichung, wenn man ja, mit ihnen sexuellen Kontakt hat, ja, in der Hinsicht. Und das ist das, was ich glaube, warum im Mose steht, dass man das nicht tun darf, weil das ein Akt der Demütigung des Nächsten war. Mhm. Macht das Sinn, Clara? War das ja, klar? Ja, macht Sinn. Mhm. Mhm. Okay, ihr Lieben, dann würde ich mit dem Abschluss dann noch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sabbattag und dass wir zusammenkommen konnten über Zoom. Herr, wir wissen, dass wir in einer sehr interessanten Zeit leben, in der extern und intern so viele Dinge passieren, und wir, Herr, wissen, dass wir in einer Zeitperiode leben, wo sich wirklich jeder offenbart, ob er an die Methode und die Linien glaubt oder nicht. Herr, wir sehen, dass wir an dieser Kluft stehen, wo wir komplett mit unserem ganzen Gewicht, mit unserem ganzen Vertrauen an der Methode hängen müssen, um es über die Kluft zu schaffen. Herr, und vielen ist das nicht möglich. Aber ich bitte dich, dass du jeden ermutigst, jeden hilfst, komplett diesen Linien zu vertrauen, dieser Methode zu vertrauen, um es in dieser Zeitperiode zu schaffen. Ja, wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie die Linien und Methode jedes Mal recht hatten, wie sie jedes Mal uns weitergeführt haben. Und wir wissen, Herr, dass sie uns auch bis zum Ende durchführen. Ich bitte dich für einen jeden Einzelnen, sei mit ihnen in dieser schwierigen Zeit, in Mut und Hoffnung und auch Freude, dass wir bald durch diese Zeit hindurch sind. Ich bitte dich auch für den Zusammenhalt der Gruppe, dass wir vereint werden und dass wir stark werden in dir. In Jesu Namen danke ich dir für all das. Amen. Amen.